Wenn Sie in den Raum gucken, sehen Sie jetzt hier vorne einen einzelnen Menschen. Wenn ich in den Raum gucke, denke ich, ich muss verrückt sein. Okay. Ja, wir fangen an. Okay, ich begrüße Sie. Ich freue mich, wir freuen uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Offensichtlich hat das Thema verfangen, so ein bisschen. Ich werde dann an einer Stelle der Vorlesung die Frage stellen, damit stelle ich sie jetzt gleich. Wenn die Vorlesung gehießen hätte, das Gute ist überall, sind Sie ehrlich, wer wäre da gekommen? Offensichtlich geht von dem Thema eine gewisse Faszination aus. Okay. Ehe ich loslege, sozusagen mit meiner Einführungsvorlesung, vielleicht noch mal ein paar Worte insgesamt begrüßt sind, natürlich vor allem erstmal die Studierenden, die so da sind, die auch über das Studium Generale da sind. Was das alles technisch heißt, wissen Sie schon oder werden Sie noch erfahren. Begrüßt sind natürlich auch die Kolleginnen aus dem Haus, das ist völlig klar. Und worüber wir uns ja auch besonders freuen, ich sehe viele Bürgerinnen, von Mittweida wahrscheinlich, auch wieder Döbel, ich weiß es nicht, vermutlich mal. Für die Bürgerinnen ist das ja auch ein Angebot, sozusagen ein Teilangebot jetzt für die, über die Bürgerakademie, darüber sind Sie eingeladen worden. Das soll ich nochmal explizit von Frau Dr. Zenker auch sagen, dass das aber nur der eine Teil ist. Der andere Teil, das wird noch geklärt, wie das weitergehen wird, aber es wird weitergehen. So, noch lauter. Technisch geht es nicht, so pfeife ich dann. So, ich werde dann auch noch lauter. Wenn ich mich in Rage rede, werde ich dann lauter. So, das Thema, das Böse ist überall. Ich mache jetzt mal, damit es in seiner ganzen Schwärze, ja, sozusagen das Thema in seiner ganzen Schwärze nochmal deutlich wird. Und ich habe im Vorfeld an die letzten Themen gedacht. Wir haben ja vor 2 Jahren relativ entspannt über die Moderne nachgedacht. Das war eigentlich ein sehr entspanntes Thema. Dann sind wir schon nach vorne geschnellt und haben über die konkreten Utopien nachgedacht. Und jetzt denken wir über das Böse nach. Also wie auch immer, irgendwie gehört ja alles sowieso zusammen. Ja, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Ich glaube, wir sind auf das Thema gekommen, wie Sie auch drauf gekommen sind, hier vorbeizukommen, dass das offensichtlich etwas ist, was uns im Alltag irgendwie täglich anspringt. Braucht ja nur die Zeitung aufzumachen, Fernsehen zu gucken. Irgendwie kommt das Böse aus allen Ecken gekrochen, sei es in Form von Naturkatastrophen, sei es in Form von Terroranschlägen, sei es durch Einzelne, durch Amokläufe oder durch irgendwelche Verrücktheiten, die einzelne Menschen machen, oder sei es auch etwas, was aus der Mitte sozusagen auch des demokratischen Gemeinwesens kommt, nämlich Lug, Trug, Enttäuschung, Korruption etc. Man hat das Gefühl, wir sind eigentlich von dem Bösen oder was auch das immer ist, irgendwie umzingelt, sodass wir dachten, das wäre eigentlich ein Thema, was wir aufgreifen könnten. Und es liegt in der Luft. Vor 3 Tagen bei Dreisat war eine Sendung, das Böse. So. Man hat ja immer das Gefühl, wenn man ein Thema hat, dann haben es die anderen auch irgendwie entdeckt und zumindest ist die Wahrnehmung. Irgendwie liegt es in der Luft. Okay. Was ich Ihnen versprechen kann, Sie haben es ja auf diesem Flyer schon gesehen, dass Sie 13, glaube ich, spannende Themen kriegen, die natürlich nur Schneisen einschlagen können in dieses Thema, also Facetten davon. Wir waren noch ganz begeistert, als wir vor 1,5 Jahren mit dem Thema schwanger gegangen sind, haben gleich einige Kollegen aus dem Haus gesagt, da hätten wir Lust mitzumachen, da fällt uns gleich was ein. Und wir hätten, in der Vorbereitung haben wir das gemerkt, mindestens die doppelte Anzahl von Themen noch bedienen können, weil es eben so ein komplexes und spannendes Thema ist. So, für heute, mein bescheidener Einstieg ist gleich der Ausbund der Unbescheidenheit. Denn hier steht, dem Bösen auf den Grund gehen. Und diejenigen von Ihnen, auch schon die Kollegen, die schon angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, werden schon die Hybris da drin merken, das geht schon mal gleich gar nicht. Also da müsste man ja 2.500 Jahre Philosophiegeschichte vor Ihnen ausbreiten, wenn man einigermaßen an die Stelle kommen wollte, dem Bösen auf den Grund zu gehen. Aber es liegt ja in der Sache, man will es ja verstehen. Also das ist damit gemeint. Also sozusagen, kann man das Böse verstehen? Kann man eigentlich gegen das Böse in der Welt was machen? Und da möchte ich Ihnen heute zumindest ein bisschen eine Sortierung anbieten, von der ich auch ausgehe, dass es Ansätze oder Anschlussstutzen setzt für die Vorträge, die nach mir kommen. Das will ich versuchen. Ja, das Erste, das Böse erfahren und das Böse denken.
In dieser Doppelperspektive, es kommt auf uns zu und gleichzeitig ist die Frage, wie können wir das verstehen? Das sind eigentlich die beiden, sage ich mal, Hauptachsen, die ich versuche oder versucht habe, in zwei Thesen zu formulieren. Ich muss mal selber gucken, dass ich sehe, was ich, ja, ich sehe das hier. Die erste These ist eigentlich, das Böse ist genau genommen nur ein Synonym, wenn Sie das Wort, eine Kategorie, ein Containerbegriff für alles Schreckliche, was den Menschen umfängt, also was uns widerfährt, im Sinne von Widerfahrnissen und was vom Menschen ausgeht. Damit haben wir es noch nicht verstanden. Es ist erstmal nur ein Versuch, es irgendwie zu bezeichnen. Und die zweite These oder die zweite Aussage ist, wenn man sich mit der Geschichte des Bösen beschäftigt, ist es nicht nur eine Aufzählung von Schrecklichkeiten, so kann man eine Geschichte wirklich lesen. Eine Geschichte ist in der Regel eine Aufzählung von Schrecklichkeiten. Es ist aber gleichzeitig auch eine Geschichte der Veränderung, das Böse zu denken. Und das ist sehr faszinierend, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, zu sehen, wie sozusagen der veränderte Blick, den veränderten Blick auf das Böse zu beobachten. Von der Antike bis heute. Und der Versuch, sozusagen, sich immer wieder anders oder neu dem zu nähern, um zu verstehen, was ist das eigentlich, was das Böse ausmacht. Und als erstes, hier ist es nämlich schon, das Böse in der Mitte. Was ich Ihnen anbieten möchte, ist, und das ist ja das Thema, was über dem ganzen, über der ganzen Vorlesungsreihe ist, das Böse ist überall. Das unterstellt ja, als könnte man sowas wie eine Verortung angeben. Also eine Kartierung des Bösen. Welche Böses gibt es denn eigentlich? Und es gibt, nach dem, was ich sozusagen zusammentragen könnte, eigentlich vier Orte oder vier Ursprünge des Bösen, die den Menschen umtreiben. Das eine Böse ist das natürlich Böse. So könnte man sagen, also das ist das, wenn wir sagen, ja, schon wieder eine Katastrophe passiert, Naturkatastrophen, Klimaveränderungen, Erdbeben etc., Krankheiten. Also alles das, was sozusagen das natürlich Böse, was die Natur an scheinbar Bösen bereithält, das ist das natürlich Böse. Dass man überhaupt erstmal eine Kartierung, eine Ordnung zu kriegen. Das zweite ist das metaphysisch Böse. Also das ist so etwas wie, wenn man drüber nachdenkt, gibt es denn sowas wie eine Vorsehung? Gibt es sowas wie Schicksal? Gibt es sowas wie die Idee eines Sinnes des Bösen? Das ist eigentlich sozusagen eine transzendentale Idee, auch sozusagen mit religiösen Konstruktionen und mit Glauben natürlich assoziiert, gibt es so etwas, dass das Böse in der Welt ist? Und welchen Sinn macht das eigentlich? Das dritte Böse, was uns, glaube ich, auch täglich mehr oder weniger begegnet, was uns auch in uns begegnet, ist das moralisch Böse. Also die Frage ist, warum Menschen, auch der einzelne Mensch, moralisch böse handelt. Also die Frage, warum macht jemand etwas Bestimmtes? Warum macht jemand einen Amoklauf? Warum bringt jemand seine Frau um? Warum stiehlt jemand eine Streichholzschachtel? Ist ja völlig egal. Warum machen Menschen Böses? Und das vierte Böse, wir werden dann sehen, das ist eine relativ moderne Form des Bösen, das strukturell Böse. Also die Frage etwa, sind Systeme, sind Gesellschaften, sind Organisationen böse? Gibt es böse Organisationen? Denken Sie an Terrororganisationen, denken Sie an totalitäre Systeme, denken Sie an den bösen Kapitalismus. Also die Idee, es gäbe so etwas, was überindividuell ist, also über die Person hinausgeht, was in den Strukturen liegt. Also eben böse Strukturen. Das sind sozusagen die vier Böses. Damit ist noch nicht gesagt, dass das so ist, sondern es ist erstmal gesagt, es gibt die Ideen, es gäbe diese vier Bösen. Ich werde Sie gleich ernüchtern, dass es davon nur zwei Böse gibt. Daraus, sehen Sie, diese vier Eier sind jetzt schon ein bisschen zusammengerückt. Die hängen natürlich miteinander zusammen und da wird es jetzt schon kompliziert. Und man kann mindestens vier Fragen stellen, und das stellen sich die Menschen auch. Sie stellen sich das, wir stellen mir das. Etwa die Frage, wie hängt denn die Natur, sozusagen das natürlich Böse mit dem Menschen zusammen? Ist der Mensch, frage ich Sie jetzt, nicht, weil wir nicht so viel Zeit haben, ich frage Sie nur rhetorisch, ist der Mensch von Natur aus böse? Nein. Werden wir gleich erfahren. Sie werden sagen, doch, nein. Zweite Frage wäre ein Beispiel, warum ist das Böse in der Welt? Das kann man eigentlich nur, kann man es überhaupt wissenschaftlich beantworten oder nur
Form eines Glaubens, eines religiösen Gebäudes, dann darauf eine Antwort zu kriegen. Wer ist dafür verantwortlich? Der liebe Gott. Drittens, warum tun Menschen Böses? Also warum hat dieser konkrete Mensch etwas Böses getan? Wir können das nicht verstehen. Und schließlich viertens, was macht Menschen Böses? Wo die Idee schon dahinter ist, dass Menschen Böses tun, hat damit vielleicht zu tun, was sie erfahren haben. Vielleicht haben sie Böses erfahren und sind eigentlich gar nicht Böses. Sie tun bloß Böses. Und so weiter und so fort. Nächste Vorlesung, nächste Woche, wird allein für diese Frage Herr Marz darüber nachdenken, was macht den Menschen böse? Wobei schon unterstellt ist, er sei es nicht von Natur aus, sondern wird als Böses gemacht. Also böse Bedingungen. Das Dritte, ich habe ja gesagt, es gibt das Böse und es gibt das Denken über das Böse, ist eine Perspektive, dass es historische Zäsuren gab und gibt, das Böse zu denken. Und das finde ich eines der faszinierendsten Dinge, dass nämlich unser Verhältnis zum Bösen im Wesentlichen, also über sozusagen unser Verhältnis zum Bösen, das heißt auch die Art, das Böse zu denken, im Wesentlichen davon abhängt, wie wir das Böse erfahren haben. Und es gibt historische Ereignisse, Erschütterungen in der Menschheitsgeschichte, die nicht einfach nur die Menschen erschüttert haben, sondern die ihr Denken über das Böse nachhaltig beeinflusst haben. Das wäre ich dann, und zwei große Ereignisse werden nachher noch eine Rolle spielen, nämlich Lissabon 1775, das würde Ihnen im Moment gar nichts sagen. Wir werden gleich erfahren, dass Lissabon 1755 ganz entscheidend dazu beigetragen hat, wie man seit 200 Jahren über das Böse nachdenkt. Immanuel Kant. Das Zweite wird Ihnen schon klarer sein, Erster Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war eine derartige, nicht nur Erschütterung für die Menschen, sondern auch eine intellektuelle Erschütterung, weil viele Schriften, Untergang des Abendlandes von Spengler, Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, eine Reihe von Schriften entstanden sind, die direkte Reaktion der Intellektuellen auf dieses Ereignis waren. Und schließlich, was uns heute auch noch beschäftigen wird, der Holocaust in Auschwitz hat eine Wende im Nachdenken über das Böse nach sich gezogen. Der 11. September, da sind wir ja nur Zeitzeugen, hat eine Wende im Nachdenken über das Böse nachgedacht, nämlich eine neue Form des Bösen, das plötzlich irgendwo herkommt, nämlich sozusagen im Wesentlichen der dschihadistische Terror. Börsencrashs, das sind gar keine Ereignisse mehr, man kann 28 denken, man kann aber auch 10 Jahre zurückdenken. Und schließlich das Phänomen, das ist schon gar kein Ereignis mehr, der Klimaveränderung, hat zum Beispiel ein neues Jungtim hergestellt, dass nämlich das Böse nicht aus der Natur kommt, sondern dass wir das Böse gegenüber der Natur sind. Also wir produzieren das Böse, was als Böses zurück auf uns fällt. Das ist ein neuer Zusammenhang des strukturell Bösen mit dem natürlich Bösen. So, und diese Zusammenhänge könnte man jetzt sozusagen nach und nach vor Ihnen entfalten und jeweils gucken, was sozusagen das Böse und das Denken über das Böse verändert hat. Das kann ich will ich natürlich auch aus Zeitgründen hier nicht machen. Insofern ist das sozusagen der Appetizer, der Appetizer. Was kann ich wirklich tun? Ich will zwei Sachen machen. Das erste, ein bisschen mit Ihnen sortieren, wie das moderne philosophische Denken heute sagt, was das Böse eigentlich sein soll. Also das der Moderne ist das eine. Da habe ich drei Sachen im Angebot. Das finde ich sehr spannend. Das werde ich tun. Und das zweite ist eher noch, sage ich mal, psychologische Gründe, warum uns das Böse so bindet. Also psychologische Gründe, warum sie hergekommen sind. Was für eine Faszination davon ausgeht und warum das ist. Und welche Bewältigungspotenziale auch da drinnen liegen, mit dem Bösen, was auch immer das sei, umgehen zu können. Das moderne Böse. Jetzt werden Sie vielleicht schon innerlich protestieren. Nur der Mensch ist böse. Ja, nur der Mensch ist böse. Ich zeige es Ihnen an einem kleinen Beispiel. Ich bin böse, meine Katze nicht. Marius Karapanos hat mich gerade skeptisch angefragt, ob das stimmt. Meine Katze hat vor 2 Jahren in meine CD-Sammlung gepinkelt. Sie können sich vorstellen, wie es mir gegangen ist. Ich war böse und habe erstmal gesagt, dieses blöde Vieh, diese böse Katze. Damals hatte ich Kant noch nicht gelesen, kommt gleich. Um zu verstehen, dass natürlich diese, als Psychologe habe ich natürlich auch gedacht, klar, die ist natürlich nicht böse, die Katze. Ich habe zur Katze gesagt, heute kriegst du kein Fressen. Das war natürlich böse. Ich bin böse, wenn ich ihr das Fressen verweigere. Die Katze ist einfach eine Katze
und hatte meine CDs gepisst. Wenn die Katze gedacht hätte, wenn du mir heute kein Futter gibst, pisse ich morgen wieder an deine CDs, dann wäre sie böse. Das können Sie vielleicht jetzt nicht verstehen. Mit Immanuel Kant ist das verständlich. Und das will ich kurz sozusagen illustrieren. Kant hat als einer der aufklärenden Philosophen, ich nehme ihn nur raus, weil er ganz explizit in einer berühmten Schrift das radikal Böse formuliert hat. Das radikal Böse in einer Schrift von 1792. Und das Spannende ist, was ich eben angedeutet hatte, dass er direkt auf die Nachwirkungen von Lissabon reagiert hat. Lissabon war ein Riesen-Tsunami, so ähnlich wie der vor, weiß gar nicht, 10 Jahren oder so in Thailand. Nun gibt es ja ständig Ereignisse, aber das Spannende ist, warum hat dieses Ereignis so nachhaltig sozusagen die europäische Intellektuellen damals erschüttert. Die Aufklärung war gerade so im Gange, da kommt dieser große Tsunami, der katastrophal gewesen sein muss, also 30 bis 100.000 Tote bei 275.000 Einwohnern. Wie das dann sowas ist, es ist erst ein Erdbeben, dann rennen die alle zum Hafen, es war ähnlich, da hat die hat sich das zurückgezogen, dann haben die gedacht, sie sind gerettet, da kam eine Riesenwelle, da waren sie alle sozusagen ertrunken, dann brannte die ganze Stadt und das Perfide daran ist gewesen, was die Menschen halt in Zweifel gestürzt hat, ist, dass Portugal war ein sehr katholisches Land, war missionarisch sehr erfolgreich, sozusagen den Glauben zu verbreiten auf der Welt, also die christliche Religion zu verbreiten. Fast alle Kirchen waren weg, alles ist weggebrannt, die Bibliotheken, die Kunst. Das Einzige, was stehen geblieben ist, ist das Rotlichtviertel gewesen. So, nun kann man sagen, das ist ja witzig, aber damals hat es die sogenannte, Herr Körner, TUCD, in Frage gestellt, nämlich die Idee, die Frage, wieso ist Gott allmächtig und gütig und gleichzeitig böse? Was ja in sich ein Widerspruch ist. Also die Frage, gibt es das metaphysisch Böse, gibt es das natürlich Böse, gibt es das metaphysisch Böse? Also diesen Zweifel, der sowieso latent schon da war durch die Aufklärung, dem nochmal ein Treifen, dem nochmal richtig Feuer zu geben, war sozusagen der Stachel, in diesem Zweifel sozusagen positiv zu formulieren und zu sagen, eigentlich, wenn es Böse gibt, gibt es nicht das Böse von außen. Das ist schrecklich, natürlich ist das schrecklich, aber Böse ist eigentlich am Ende nur der verantwortliche Mensch. Das bleibt eigentlich übrig. Wenn Sie so wollen, der Tsunami hat das natürlich Böse als Konstruktion und das metaphysisch Böse als Konstruktion weggespült. Etwas vereinfacht gesagt. So, Kant sagt, es gibt eigentlich im Menschen nicht die Anlage zum Bösen, eigentlich bloß den Hang, das ist ja so eine alte Sprache, ja? Nur den Hang zum Bösen, nicht die Anlage zum Bösen. Das Böse sei keine Triebfeder des Handelns, es liegt aber, und jetzt kommt's, in der Möglichkeit und Freiheit zum Handeln begründet. Es ist sozusagen, wie Safranski es formuliert, es ist der Preis der Freiheit. Der Kollege Hummer, der dann über Verbrechen hier noch ist, er da, weiß ich nicht, reden wird, steht schon in seiner Überschrift drin, Verbrechen ist sozusagen der Preis der Freiheit. Das heißt, da wir in der Lage sind, den Unterschied zwischen Gut und Böse zu machen, haben wir an der Hacke, dass wir uns sozusagen, dass wir böse halten, handeln können. Und dass wir am Ende auch schuldig werden. Also nicht meine Katze, sondern ich. Das macht sozusagen den fundamentalen Unterschied aus. Das heißt, Vernunft, das ist der kantische Vernunftbegriff, ist die Möglichkeit, Gutes und Böses zu unterscheiden. Interessant ist, dass das eigentlich schon im Sinne des biblischen Sündenfalls der Anfang des Übels ist. Da wir das Paradies verlassen haben, vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, haben wir an der Hacke, dass wir jetzt sozusagen dafür verantwortlich sind, was wir tun. Also wir sind mit Erkenntnis geschlagen. Und wer mit Erkenntnis geschlagen ist, weiß eigentlich, was er tut. Wenn Sie mir das jetzt, weiß, was er tut. Das heißt, die Vernunft, etwas schematisch gesagt, hat eigentlich zwei Dimensionen. Das eine ist sowas wie, dass man sich kein X vors U machen lässt. Im Sinne von, wenn einer was sagt, dass man dann denken kann, das habe ich jetzt nicht verstanden, sagst du nochmal, dass ich es verstanden habe. Oder das ist ja unlogisch, was du sagst. Das ist die eine Dimension, sondern die kognitive. Die zweite ist eine moralische. Vernunft ist nicht kognitiv, es ist moralisch, nämlich moralisches Handeln. Und Kant sagt, aus dem vernünftigen Denken muss vernünftiges Handeln resultieren. Sie kennen vielleicht diese Maxime, die etwas verschrubelt philosophisch heißt,
Handle so, dass die Maxime deines Wollens jederzeit als allgemeines Gesetz täglich tauglich ist. Also stell dir vor, ich nehme Ihnen jetzt Ihren Anorak weg. Ne? Dann sollte ich doch vorher darüber nachdenken, was wäre, wenn wir uns alle gegenseitig Anoraks wegnehmen. Also so ist das gemeint. Kann das ein allgemeines Prinzip sein? Oder, eine andere Formulierung, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals als Mittel missbrauchst. Kurz gesagt, hab den anderen auf dem Schirm und wenn du ihn auf dem Schirm hast, als Zweck und nicht als Instrument. So. Also wenn sozusagen das Denken und das Handeln diesen beiden Dimensionen fügt, dann ist vernünftiges Handeln möglich. Wenn Sie mir es immer noch nicht glauben, habe ich noch ein schönes Beispiel. Sorry. Stellen Sie sich vor, Sie sind bei Lidl, ja, und das passiert Ihnen. Jetzt könnte ich ganz lange mit Ihnen spielen, machen wir jetzt nicht. Was würden Sie tun? Selbstverständlich würden Sie Folgendes tun. Sie geben es zurück. Eine Variante. Die zweite Variante ist, Sie gehen gleich nochmal einkaufen. Die dritte Variante ist, Sie spenden es der Welthungerhilfe. Dann wären Sie ein ganz guter. So. Was damit gesagt ist, Sie können sich natürlich dazu verhalten und man weiß im Prinzip, was zu tun ist. Das heißt eigentlich, das Böse ist eigentlich der Fall einer Abweichung des Normalen. Eigentlich weiß man, dass man das zurückgeben muss. Die spannende Frage ist, warum man es nicht immer tut. Die Katze weiß es nicht. Die Katze geht nicht durch den Garten und sagt, nee, das mache ich lieber nicht. So, das ist der Unterschied zwischen uns und der Katze, Kantsch gesprochen und Kantsch verstanden. Das heißt, nochmal zusammenzufassen, so formuliert es Bettina Stanchnet, das radikal Böse ist der Name für die Erkenntnis, dass Menschen nicht nur Wissen erstreben, um mit seiner Hilfe in der Welt zurechtzufinden, also der instrumentelle Aspekt von Wissen, ich weiß, was ich machen soll, sondern auch ein taktisches Verhältnis zu ihrem Wissen haben kann. So nach dem Motto, ich weiß es, ich mache es trotzdem nicht. Ganz einfach. Das ist eigentlich der Kern des radikal Bösen. Das heißt nochmal, das radikal Böse heißt nicht, dass wir von Natur aus böse sind. Wir haben von Natur aus die Möglichkeit, uns für das Böse zu entscheiden. Und damit haben wir die Verantwortung. Das ist eigentlich alles. Wer in diese Bresche geschlagen hat, und damit stelle ich Ihnen den zweiten Begriff vor, der ein inzwischen geflügeltes Wort ist, der so oft benutzt wird, dass gar keiner mehr weiß, wo er herkommt, die Banalität des Bösen. Sie ist berühmt geworden aus dem Grund, wie ihre Ursache berühmt geworden ist, nämlich der Holocaust. Und das ist die zweite große Erschütterung, die zu diesem Denken geführt hat bei Hannah Arendt. Hannah Arendt ist zunächst auch vom kantischen Begriff des radikal Bösen ausgegangen. Sie hat aber als erste Intellektuelle, und das ist total spannend, und das gilt bis heute für uns alle, nämlich Zusammenhang hergestellt zwischen moralisch Bösen und strukturellen Bösen. Nämlich die Frage, das Böse entsteht in totaler Herrschaft. Also die Frage, wie in sozusagen totalitären Systemen das Böse als strukturelles Böse sozusagen so entsteht, dass Menschen anfangen, böse zu handeln. Also der KZ-Aufseher, ich komme ja gleich drauf. In ihrer ersten Variante hat sie dann solche Formulierungen gefunden wie, es ist die totale Tilgung der Menschlichkeit, der Mensch ist nur noch Mittel und unterläuft eigentlich die Prämissen, die wir mit Kant kennen. Es gibt das radikal Böse, nicht das radikal Gute, als könnte das Gute radikal gar nicht sein, denn wenn das Gute sich radikalisiert, wird es böse. Das wissen wir, wenn das Gute radikal wird, wird es ideologisch. Wenn es ideologisch wird, führt es zur totalen Herrschaft und das führt zu bösem Handeln. Kennen wir alle, zumindest die Älteren von Ihnen. Und das radikal Böse ist unbestrafbar, unverzeihlich, radikal böse, wenn man weder verstehen noch erklären kann, durch Motive wie Eigennutz, Habgier, Neid, Machtgier, Ressentiment und Feigheit. Damit ist gemeint, die Erschütterung nach dem Holocaust, dass man auch die Nazitäter erstmal völlig verbleckt, wie soll man die eigentlich bestrafen, weil das so gigantisch, so unfassbar war, was gewesen ist, dass es dafür gar nichts gab. Mit den Nürnberger Prozessen musste ja praktisch auch erstmal was erfunden werden, nämlich auch der Rechtsstaatbestand, wo es Herr Tschirner, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist eigentlich erst eine Frucht, die später gekommen ist, war vorher gar nicht denkbar. Natürlich hat es früher auch Pogrome gegeben und so etwas. Aber diese Form sozusagen von bürokratisch institutioneller Tötung hat es vorher nicht gegeben. Deswegen diese große Erschütterung.
Hannah, und das habe ich schon gesagt, Verhältnis von moralen und strukturellen Bösen, also die erste Intellektuelle, die diesen Zusammenhang hergestellt hat, der bis heute gilt, weil nämlich die Frage ist, wie wir in Organisationen handeln und ob wir Verantwortung abgeben können oder wie trotzdem die Verantwortung des Einzelnen ist. So, die Figur, an dem das nochmal einen extra Drive kriegt, ist Adolf Eichmann gewesen. Anfang 1961, also 10 Jahre später, wo sie angefangen hat, über Totalitarismus nachzudenken, hat sie als Prozessbeobachterin in den Eichmann-Prozessen gesessen und hat dort sozusagen, Sie wissen vielleicht, Eichmann hat die Transporte in die KZs organisiert, deutschlandweit, und hat ein Buch darüber geschrieben, Eichmann in Jerusalem, und hat einen neuen Begriff geprägt, nämlich den der Banalität des Bösen. Und die Banalität des Bösen besteht aus einer besonderen Form, ja, das klingt ja vielleicht erstmal irritierend, aus einer besonderen Form der Gedankenlosigkeit. Böses aus Gedankenlosigkeit. Kant fragt, wie es sein kann, dass wir willentlich etwas Böses tun. Arendt, wie weit wir unwissentlich etwas Böses tun. Das müssen wir natürlich jetzt aufklären. Jetzt muss ich Ihnen ein langes Zitat zumuten. Es ist aber schön, weil es das schön ausdrückt. Der Täter, ist darum auch kein banaler Verbrecher, noch sind seine Taten banal, aber das Böse, auf das diese Weise möglich wird, gründet eben nicht in einem Entschluss, etwas Böses zu tun, sondern im Nichtdenken, sozusagen im Nicht darüber nachdenken, was das Handeln sozusagen für Konsequenzen hat. Die einzigen Gründe, die man aber überhaupt noch ausmachen kann, sind allesamt banal, sagt Bettina Stenschnit mit Bezug auf Hannah Arendt. Sowas hört man in diesen Prozessen. Also auch schon in Nürnberg hat man das dann gehört und bei Eichmann erst recht. Also sowas, ich konnte nicht anders, Befehlsnotstand. Wir haben Böseres verhindert, ideologische Neutralisierung des Bösen. Jemand musste es tun, aber wir haben anständig gemacht. Das stammt aus einer Göring-Rede. Wir sind sauber, wir haben das sauber gemacht. Überlegt euch das mal. Wir haben das sauber gemacht, wir haben uns geopfert. Einer muss es ja machen. Oder ich persönlich habe nichts gegen Juden. Pflicht statt Empathie. So, das sind Begründungsfiguren wie dem Subjekt. Was das Subjekt für Begründungsfiguren hat, dass sie gar nicht merken, dass es was Böses macht. Auschwitz verkörpert einen Begriff des Bösen, der 2 Jahrhunderte neuzeitlicher Annahmen darüber über den Haufen gestoßen hat, was Absicht bedeutet, sagt Newman. Nein. Ein Psychiater, der Eichmann untersucht hat, sagt, das muss ich mir vorstellen, er sei so normal, also Eichmann, sei so normal, normaler jedenfalls, als ich es bin, nachdem ich ihn untersucht habe. Das ist so, was einem manchmal so, was Sie vielleicht auch aus der Zeitung kennen, wenn Menschen irgendwas machen, wenn man dann, das ist gar kein Monster. Also wie kann das eigentlich sein? Diese komische Form von Gedankenlosigkeit, von nicht moralischen Zweifel, wenn man irgendetwas macht. Wie kann sowas eigentlich sein? Töten aus struktureller Routine, nicht aus Lust. NS hat viel Böses mit viel weniger Bösartigkeit, bösen Vorfalls erzeugt, als unterstellt. Kritik kommt gleich. Auch für die strafrechtliche Zurechnung bis vor wenigen Jahren, Herr Czerner, muss ich mal fragen, war das Problem der bundesdeutschen Justiz, wie man eigentlich NS-Täter sozusagen bestrafen kann, wenn keine individuelle Schuld nachweisbar ist, weil es nicht den Zusammenhang von strukturell Bösen und moralisch Bösen gegeben hat. Erst jetzt die Frage, können Wachmänner bestraft werden? Das Erschütternde und Tröstliche an Arendts Befund ist, und das ist natürlich sozusagen, geht jetzt an jede Adresse, dass sozusagen der Schritt zum Satanischen, wenn Sie so wollen, ganz klein ist. Hin, aber auch zurück. Also im Sinne der Verantwortung für das, was man tut. Aber auch, und das ist die Kritik, will ich nur andeuten, die harsche Kritik an dem Banalitätsbegriff ist natürlich gewesen, können Sie sich gut vorstellen. Jüdische Organisationen und Autoren haben sich sehr schnell gemeldet und haben gesagt, das ist eine Banalisierung der Begriff der Banalität des Bösen. Als hätten die Nazis nicht gewusst, was sie machen. Auch Eichmann hat gewusst, was er macht. Er ist in Auschwitz gewesen, hat sich das alles angeguckt. Die Öfen, die Tötungsmaschinen, hat es alles gewusst. Auch die Gastransporter und so weiter, das hat er alles gewusst. Also das sind sozusagen Begründungsfiguren, wo sie dem ein bisschen auf den Leim gegangen ist. Dennoch
bildet sie mit dem Begriff zum ersten Mal etwas ab, nämlich die Vermittlung von Struktur und zu seiner individueller Verantwortung, die bis heute gilt, für jeden von uns. Frau Stenschnitt, die ich das schon ein paar Mal erwähnt habe und deren Buch ich wirklich gut empfehlen kann, hat gesagt, das Ganze lässt sich eigentlich erst gut verstehen, wenn man noch was Drittes einführt. Komme ich zu dem Dritten. Nämlich böses Denken. Das böse Denken. Der gesunde Menschenverstand ist eigentlich vernünftig, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, und nicht böse. Wir haben alle ein Sensorium, eine Stimme der Vernunft. Wenn man sich sagt, bei den kleinsten Schweinereien, über die man sozusagen im Alltag machen möchte, nee, das kannst du eigentlich nicht machen. Und in der Regel pfeifen wir uns zurück. Aber wir wissen, der Ohr, ne, der sagt das und das und das, das wissen wir. Eigentlich kann gar nichts passieren. Alles, was es braucht, um das Böse zu verhindern, ist der bewusste Umgang mit dem eigenen Denken, im weitesten Sinne mit der eigenen Vernunft. Aber, oder dagegen, bereits Luther hat gesagt, das ist kein kritischer Kommentar von ihm, sondern er meint das ernst, die Vernunft ist die Hure des Teufels. Die Vernunft ist die Hure des Teufels. Das heißt, wer sich mit der Vernunft einlässt, zweifelt am Glauben. Herr Körner? Zweifelt am Glauben. Und das heißt, der lässt sich mit dem Teufel ein. Das ist ja noch vormodernes Denken, ja, sozusagen. Aber da steckt schon etwas drin im Kern, was Stenschnitt böses Denken, als böses Denken bezeichnet. Sie sagt, es gibt ein Denken, dem Vernunft und Moral als Störgeräusche erscheinen. Ja, und ein Denken, welches sich gegen dieses Denken, die Idee vom Denken selber wendet, um böse Ideen zu denken und zu legitimieren. Also die Nazis, für die Nazis galt Vernunft als dem Deutschen nicht wesentlich. Als virale Infektion, das sind Begriffe, als virale Infektion, als Rassenunheit, Uneinheit. Kant war ja nur sehr deutsch, den konnten sie euch nicht rausschmeißen, haben gesagt, aber der hat zerknirschtes Denken, der Alte in Königsberg, zerknirschtes Denken. Das heißt, die Kämpfe, die im Kopf von Kant stattfinden, die müssen raus, die müssen aus dem Feld, im Feld ausgetragen werden. Das war die Denke sozusagen. Also dieses Denken sei sozusagen selber nicht koscher. So, und statt dieses vernünftigen Denken ist so etwas entstanden wie böses Denken. Also beispielsweise Ungleichheitsdenken oder Rassismus, wenn Sie wollen, wenn Sie den Vernunftsbegriff andenken. Das heißt, natürlich gelten Menschenrechte, aber nicht für alle, sondern nur für die einen und nicht für die anderen. Also Ungleichheitsdenken ist eigentlich böses Denken, weil es die Maxim, die ich Ihnen vorhin vorgelesen habe von Kant, eigentlich nur für die einen anwenden und nicht für die anderen. Das ist böses Denken. Und um noch ein paar Beispiele zu nennen, wenn wir jetzt in die Gegenwart gucken, gibt es mindestens 7 Beispiele für böses Denken. Und ich habe das Gefühl, und das ist das Bedrohliche, dass das sozusagen epidemisch sich eigentlich ausbreitet. Ein Beispiel, klar, der dschihadistische Terror. Ich glaube, die Erschütterung des 11. September ist ja nicht nur, dass dort Menschen umgekommen sind, das ist völlig klar, sondern das Symbolische, was davon ausgeht. Nämlich, dass es ein Frontalangriff gegen das westliche Denken ist. Ein bisschen auch mit Recht, was sozusagen die koloniale Pose betrifft, der letzten 200, 300 Jahre oder 500 Jahre, das ist schon richtig. Aber dass da drinnen sozusagen ein böser Stachel steckt, nämlich zu sagen, die westlichen Werte seien an sich das Problem, also Menschenrechte etc. Das ist böses Denken. Zweites Beispiel. Die Denunzierung wissenschaftlicher Vernunft, was uns allenthalben in den letzten Jahren deutlich als sogenannte alternative Fakten entgegenkommt, ist ein Frontalangriff eigentlich auf ein Verfahren der letzten 200 Jahre oder 300 oder 400 Jahre, nämlich die wissenschaftliche Überprüfbarkeit. Das Kriterium ist nicht für die Wahrheit nicht mehr, ob es überprüfbar ist, sondern was am lautesten ist, die Ökonomie der Aufmerksamkeit, natürlich durch die Digitalisierung auch. Das heißt, der laut brüllt, der seine Argumente entsprechend inszeniert, hat Recht und nicht der des langwierigen Verfahrens der Überprüfung von Fakten. Das ist böses Denken. Drittens, die Spaltung von Denken und Moral. Das gibt es schon etwas länger als in den letzten Jahren, nämlich die Frage, wie weit auch Wissenschaft Verantwortung für eigenes Wissen hat. Das hat Einstein ja schon umgetrieben, der gesagt hat, Natur und Geist, ja, müssen eine Einheit bilden. Also die Frage der Verantwortung, das ist immer bei Röppe-Winschiers. Wo ist er?
Robert, das wirst du uns dann nochmal erklären, ne? Sozusagen. Was sind die Grenzen auch von Wissenschaft, von Eingriff in die Natur? Und entsteht dadurch nicht Böses, durch die Spaltung? Ja? Sozusagen die Kollateralschäden oder die Effekte des Wissenwollens und des bedenkenlosen Wissens sozusagen anwenden zu wollen. Das ist böses Denken. Denunzierung des Moralischen durch Gutmenschentum als Chiffre oder Tugendmenschen oder Tugendbolde oder wie auch immer. Klar sind Gutmenschen manchmal nervig, aber die Denunzierung des Guten ist böses Denken. Auch das ist böses Denken. Die neuzeitliche Form moralischer Enthemmung durch digitale Anonymisierung. Zur Vernunft gehörte immerhin auch so etwas wie eine Grenze zu kennen, sozusagen, wie weit man sich selber exploriert und sich nicht den eigenen Narzissmus sozusagen auf den Altar der Öffentlichkeit auszubreiten. Das ist eine neue Form, die nicht mehr vernünftig ist im Sinne von Kant, sondern auch das ist böses Denken. Und das Letzte, was ich besonders schwierig finde, ist, dass das Selberdenken um sich greift. Es wird gemeint und nicht mehr gedacht. Es ist eine Zerstörung des Diskurses. Wenn ich was sage und du was sagst, muss ich mich mit deinem Argument auseinandersetzen und du mit meinem. Das ist eigentlich die Idee der Vernunft. Aber wenn alles sich in meinen auflöst und eigentlich nur noch Echokammern, wie es jetzt modernerweise heißt, oder Blasen entstehen, wo alle vor sich hin raunen und keiner mehr sozusagen mit dem anderen redet, dann entsteht etwas, was böses Denken ist. Ich habe zu diesem Anlass mir eine Rede angeguckt, die in Cottbus jetzt am 27.02. gehalten wird von Kubitschek. Sie wissen ja die Demos, die dort waren. Und Kubitschek hat seine Rede mit "Wir rechtfertigen uns nicht mehr für unsere Überzeugung". Also wir haben einfach noch, wir müssen gar nicht mehr sagen, warum. Wir sagen nicht mehr, warum. Wir stellen einfach die Fragen. Wir geben einfach Antworten. Also man ist sozusagen keinem rationalen Argument oder keinen geschichtlichen Tatsachen eigentlich mehr sozusagen verpflichtet. Man kann einfach nur noch sagen. Und ich habe auf die, was ich normalerweise nicht tue, auf die Kompaktseite geguckt und mir mal eine Reaktion angeschaut. Und hier argumentiert jemand Kantsch, muss ich mal vorstellen. Indem er sagt, die pseudoreligiöse Unterwerfung durch den Holocaust kam erst später, um die eigenen Verbrechen in ein anderes Licht zu rücken oder gar zu rechtfertigen. Die Konditionierung funktioniert bis heute, bis hin zur Selbstaufgabe. So pervertiert wird der Holocaust, also er sagt das sogar, als ja nicht eine Aberkennung des Holocaust, aber es ist trotzdem eine Umdrehung des Argumentes, als Waffe gegen uns geführt und dagegen helfen keine Waffen, nur Vernunft. Das ist eine Frage der Sittlichkeit und Freiheit. Dagegen, darum geht es, sittliche Freiheit. Man denkt, er hat Kant gelesen. Aber eigentlich ist es antivernünftig, weil es sozusagen Dinge in Frage stellt, die eigentlich klar sind. Das ist besonders schwer, da sozusagen mit irgendetwas Diskursivem noch dahinter zu kommen. Das ist sozusagen eine Verriegelung und eine Erzeugung von Sprachlosigkeit. Böses Denken abschließend ist kein Mangel an Vorstellungskraft, sondern ein böses, das Wissen und Denken instrumentalisiert und dabei so klug und konsequent vorgeht, dass die Intelligenz dahinter nicht zu verbergen ist. Das heißt, man soll sich jetzt nichts vormachen. Meine naive Vorstellung war auch lange, das Böse ist dumm. Das Böse ist überhaupt nicht dumm. Das Böse ist klug und manchmal cleverer als das andere. So, und das ist auch ein Wettlauf, ja, sozusagen um das Glück. Das kann man ja an, wer hackt wen, ja, wer hackt wen, ist ja auch schon so ein Wettlauf. Wer ist eigentlich der Schnellere und Klügere? Ja. Okay. So, das war der Versuch, ein bisschen philosophisch zu sortieren, wie man das Böse überhaupt denken kann. Und es wird eben verrückt, weil das Böse Denken in das Böse Denken einkriecht. Dadurch wird es zu schwierig. Der zweite Teil, schaffe ich, ne? Zweite Teil ist, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, eher psychologisch oder auch kulturtheoretisch ein bisschen zu argumentieren, warum bindet uns das so? Warum schlägt es in so einen Bann? Also was ich vorhin gesagt habe, warum sind sie eigentlich da? Was fasziniert uns so am Bösen? Und wie können wir es vielleicht auch in den Bann schlagen? Das ist ja trotzdem eine Ursehnsucht. Was machen wir eigentlich dagegen? Ja, was wir jetzt wissen, Philosophen haben es uns gesagt, ich sage es nochmal, dass das Böse eine Vernunftsverweigerung ist, im Sinne von Kant. Also wer böse ist, verweigert eigentlich Vernunft im breiten Sinne, also moralisch ethisch gegründetes Denken und Handeln.
Mit Hannah Arendt wissen wir, es ist eine Art struktureller Gedankenlosigkeit, also damit eine Unverantwortung, nicht verantwortlich sein. Oder es ist das böse Denken als Frontalangriff gegen die Vernunft selbst. Das wissen wir jetzt. Aber, das ist eben die Frage, warum zieht es so uns so in Bann? Das kann man damit nicht erklären. So, und da versuche ich jetzt nochmal einen anderen Zugang zu kriegen, der sozusagen mehr im psychologischen oder kulturtheoretischen liegt. Nämlich, wir können sehr schön sehen, dass neben dem Bösen, was wir erfahren, was wir wahrnehmen können, das Böse vor allen Dingen in unserem Kopf ist. Und dass ein Gutteil des Bösen, was uns sozusagen auch innerlich absorbiert, nach außen externalisiert wird. In Form, ich wäre gleich krumm, von Mythen, von Erzählungen, ja, sozusagen die ganzen Gestalten, Kobolde, Hexen, Zombies und so weiter. Das sind ja Inkarnationen und Personifizierung des Bösen. Warum machen wir das? Und das reicht vom mythischen bis zum modernen Denken. Das ist ja nicht nur die Märchen, die wir uns vor 300 Jahren erzählt haben, das ist ja bis heute so. Das heißt, die Innen- und Außenwelt des Menschen ist seit jeher von Boten und Verkörperungen des Bösen bevölkert. Wir sind besetzt davon. Und das Kulturelle, es sind kulturelle und psychische Konstruktionen, dem Bösen eine Form zu geben. Als könnte man das Böse besser bewältigen, wenn es der Teufel ist. Also wenn er eine Adresse kriegt. Ja? So ist das gemeint. Damit ist es beherrschbar. Es gibt psychologisch gesehen vielleicht vier Motive, warum wir das machen. Das erste ist, und ich glaube, die große Angst, die wir alle haben, die haben wir natürlich nicht täglich, weil wir ständig irgendwas machen, damit wir es nicht merken, ist natürlich eigentlich die existenzielle Angst vor der Endlichkeit. Der Mensch ist ja durch Reflexivität geschlagen und weiß dummerweise, dass er stirbt. Meine Katze weiß das nicht. Meine Katze braucht keinen bösen Kater, sich vorzustellen, weil sie nicht weiß, dass sie stirbt. Verstehen Sie? Die muss nicht denken, der Kater kommt gleich und frisst mich und bringt mich um. Das muss sie gar nicht denken. Sie weiß es einfach nicht, weil sie eins mit sich ist. Das heißt, existenzielle Angst, Endlichkeit und die Ungewissheit des Lebens. Was ist um die Ecke? Vielleicht sitzt da ein böser Kater. Das weiß die Katze nicht, Gott sei Dank. Aber wir haben solche Fantasien. Das Zweite ist, wir wissen schon auch über unsere bösen eigenen Anteile und wir finden es gut, das auf andere zu projizieren. Also nicht ich bin, sondern du wirst es gleich sein. Und vor dir muss ich mich schützen. Das Dritte ist, das Böse ist eine eigene Lustquelle. Das schöne Schauder, ich komme gleich nochmal drauf. Die Lust an der Übertretung. Das Gute ist langweilig. Deswegen wären sie nicht gekommen, wenn die Überschrift so gehandelt hätte. Und viertens, es braucht ein Böses, um sich moralisch aufzurüsten mit dem Guten. Sozusagen die Kontrastfolie. Das ist immer schon wieder metaphysisch böse. Also warum das überhaupt sein muss. Und es gibt vier Narrationen oder vier Formen, und die möchte ich Ihnen vorstellen, wie wir als Kulturwesen und als psychische Konstrukteure damit umgehen. Es gibt den Topos oder die Figur, die Erzählung des Heroischen. Wir brauchen das Heroische. Es gibt die Figur oder das Narrativ des Opferns. Zweitens. Drittens, es gibt das, wo sind die Kollegen von der Forensik, das Detektivische. Kommt gleich auf Ihre Kosten. Und viertens, es gibt das Spielerische. Und das gehe ich jetzt nochmal systematisch durch, um zu verstehen, wie wir damit das Böse in den Bann kriegen. Das Heroische ist der Versuch, das Böse zu erhöhen, so groß zu machen, dass, wenn wir es besiegen, selber groß werden. Also sozusagen die Selbsterhöhung ist im Helden, sozusagen das Böse bezwungen zu haben. Das heißt, wer das Böse besiegt, ist selber groß. Und je größer das Böse ist, umso größer ist der Heldenstatus für den, der es erreicht hat. Das ist eine Konstruktion, verstehen Sie? Ich habe nicht gesagt, dass es so ist. Es ist eine Konstruktion, die hilft. Das heißt, in allen Kulturen gibt es Heldenepen, Heldenmythen als Überhöhung und Bezwingen des Bösen. Hexen, Gespenster, Monster, Bestien, Zombies, Teufel sind Gegenfiguren der Helden. Also alle Märchen, Erzählungen, das können Sie hingucken, wo Sie wollen. Das gibt es überall. Odysseus, Herkules, Gilgamesch, Parsifal, Nibelungengeschichte werden durch Ruhm entlohnt. Sie können aber auch scheitern. Selbst der scheiternde Held ist noch heroisch, weil er hat es wenigstens versucht.
Und in seinem Scheitern, selbst sein Scheitern überstrahlt ein Glanz. Es geht um die Bannung des Todes, eigentlich geht es um die Bannung des Todes, des Bösen und die Heroisierung des Heldentodes. Auch unser Umgang, wenn Sie mal Soldatenfriedhöfe angucken, bis in die Jetztzeit hinein, es gibt eine große Verunsicherung, wie man mit den Toten von Afghanistan umgeht, weil eigentlich wir in einer postheroischen Zeit leben. Eigentlich gibt es gar keine Helden mehr. So, dass es eine sozusagen ganz bescheidene, nur noch Namen gibt. Es gibt nichts viel weniger drumherum. Wenn Sie ans Völkerschlachtdenkmal noch in Leipzig denken, ist das noch der große heroische sozusagen Gestus. Der Umgang mit Kriegshelden heißt auch immer Sieg und Opfer. Also auch der Held wird zum Opfer. Aber was in der Regel verschwiegen wird, dass natürlich notgedrungen der Held auch böse ist. Die Helden sind sozusagen auch, sie tragen das Böse weiter, weil sie müssen Böses tun, um das Böse zu bannen. Das heißt mit anderen Worten, die Konstruktion des Guten und des legitimen Bösen ist in den Heldenepos sozusagen verwoben. Und die Frage ist, wie viele Heldengeschichten braucht die Menschheit, brauchen wir noch, um sozusagen dem Bösen Herr zu werden oder Frau zu werden. Das Zweite, das Opfer, das Böse, wird besänftigt oder es wird sich ihm unterworfen, um das Böse zu bannen. Das ist wie die Gegenbewegung, ja, sozusagen auch die Opfergeschichten. Es gibt ja viele Opfergeschichten. So, und die Opfergeschichten, vor allen Dingen in religiösen Diesseits- und Jenseitskonstruktionen, das Böse in Form des zornigen Gottes oder der zornigen Götter oder der Fäden der Götter, wenn Sie sozusagen an die Antiken, was da los ist, ja, da sind ja die Fetzen geflogen, das ist ja eine schöne Projektion in den Himmel hinein, sozusagen die drei Generationen von Göttern, die dann am Ende den Menschen, es wurde eigentlich umgedreht erzählt, sozusagen den Menschen geboren oder gebärt haben. Aber eigentlich ist es so, dass es natürlich Phantasmagien des Menschen in den Himmel sind, um eigene Dinge nochmal eine Bühne zu geben. So, das ist sozusagen die Projektion nach außen. Das hat man in den Naturreligionen, aber auch in den antiken Göttern ganz stark. Der Sinn dessen ist Opfer an die Götter, um diese zu besänftigen und ihren, das ist interessant, zu besänftigen, um ihren Zorn zu kontrollieren. Also eine Gegenmacht aufzubauen durch das Opfer, das ist verrückt, eine verrückte Konstruktion. Umstimmen zum Guten und dann Selbstbekehrung zum Guten. Tieropfer hat man eigentlich, also nicht im Sinne von, wir bringen dem ein Opfer, damit er gut ist, sondern interessant ist, um im Wissen um das Böse der eigenen Tat. Also man weiß, dass man Tiere eigentlich nicht töten sollte, weil sie Teil der Schöpfung sind. Man weiß eigentlich, dass man Menschen nicht tötet. Aber wenn wir ein Tier sozusagen als Stück von uns oder einen Menschen als Opfer geben, können wir sozusagen wie die Tat wieder gut machen. Da sehen Sie also, dass das Psychokonstruktionen sind, eigentlich um auch das Stück Böse in einem selbst zu bannen, nicht nur von außen. In der christlichen Mythologie ist ja erstmal per se jeder sündig, Herr Körner, ja, sozusagen die Erbsünde, wir sind erstmal per se, ich will Sie nicht provozieren, nein. Genau. So, die Verinnerlichung des Bösen. Das heißt, das Böse kommt von innen und kann eigentlich eingedämmt werden. Der klassisch-katholisch natürlich durch Ablass. Also interessant. Also durch rituelle Form des Einkaufens, sozusagen des Scharrens. Ich darf böse sein, wenn ich dann sozusagen etwas von mir gebe. Dann ist sozusagen die Welt wieder hergestellt. Oder eher sozusagen in der evangelischen Lesart, wenn ich das richtig verstehe, im gottgefälligen Leben durch Arbeit. Das heißt, der ständig arbeitet, seinem Leben sozusagen dem unterwirft, opfert sein Leben und ist damit sozusagen gefeit oder neutralisiert zumindest ein Stück weit das Böse. Das sind tolle psycho- und kulturelle Konstruktionen, um sozusagen das Böse zu bannen. Oder es wird im Jenseits gesühnt, also wenn man das dann nicht schafft, wenn man sich die göttliche Komödie von Dante anguckt, dann kann man sehr schön sehen, die unterschiedlichen Roste, ja, die aufgestellt werden, die auf einen zukommen, jeweils in Abhängigkeit davon, was man verzapft hat im Leben. Okay, es ist eine merkwürdige Konstruktion, weil den Menschen sind zum Bösen fähig und sündig machen, also die Idee ist, ihr seid per se böse. Und da ihr dann permanent was tun müsst, um wieder gut zu sein, haben wir euch permanent unter Kontrolle. Man könnte sagen, das ist vielleicht der Hintergrund der Theozidie, zumindest der psychologische, nicht der theologische. Theologisch ist es anders.
Also der Gott, der liebe Gott, rüstet uns mit dem Bösen aus, um uns unter Kontrolle zu haben, weil wir permanent was gut machen müssen. Also so, verstehen Sie, so ist die Psyche, als wäre das so gedacht. Schließlich das Dritte, das Detektivische, das Böse aufspüren, überführen und neutralisieren. Ich habe jetzt die Bilder gerade alle gar nicht erklärt, merke ich, aber es erklärt sich auch ein bisschen selber. Links sehen Sie Galilei, ja, sozusagen vor der Inquisition, und rechts sehen Sie natürlich Sherlock Holmes. Ja, das Böse hat vom Subjekt Besitz ergriffen. Es muss vom Bösen befreit werden, weil es in uns ist, unter uns ist und weil es sich in uns versteckt. Das heißt, das Böse versteckt sich im Subjekt oder in der komplizierten Tat oder irgend so etwas. Und verhext, verteufelt, besetzt vom Dämon, der aus dem Inneren vertrieben werden muss. Das ist die Quelle, wir hören ja eine Vorlesung dazu, zum Exorzismus. Also die Idee, uns das auszujagen, ist sozusagen der Topos des Detektivischen. Wir gucken so lange in dich rein, bis wir es gefunden haben. Und werden den Träger des Bösen, wenn wir es nicht aus dir vertreiben können, dann vertreiben wir dich. Die Armen, die Verrückten im Mittelalter wurden vor die Stadt gesetzt, weil es noch keine Psychotechniken gab, sozusagen es aus den Subjekten herauszutreiben. Man sagt es jetzt erstmal dramatischer. Das heißt, und das ist das besonders perfide, wenn Sie sich nochmal angucken, wie die Männer der Inquisition unterwegs waren, warum die sich so auf Hexen gestürzt haben. Da kann man auch sagen, so die eigenen sexuellen Fantasien, die sie ja nicht haben durften, haben sie dann so auf die Frauen projiziert, dass die die Bösen waren. Entweder die alte hässliche Hexe als eine Variante oder die verführerische junge Böse. Die Frauen konnten machen, was sie wollen. Entweder sie waren das oder sie waren das. Wenn einmal der Bannstrahl des Detektivischen auf sie gefallen war. So gesagt, das Dämonische zu entdecken. Verrücktheit, etwas moderner, psychische Krankheit, das böse Kind in der schwarzen Pädagogik. Den Straftäter überführen, verstehen, aufspüren und etwas nachweisen, ob er es war. Bis natürlich in den modernen Formen, auch sozusagen von Techniken des Nachweisens. Also angefangen von der Inquisition als erstes systematisches Verfahren, eine wichtige Quelle des Rechtsstaates, Herr Czarner, natürlich nicht und gleichzeitig ja, das ist ja das Verrückte, nämlich systematische Beweisführung, wenn auch auf verrückten Konstruktionen. Aber das überhaupt systematisch zu machen, ist auch eine Quelle. So, das Böse zu neutralisieren und denken und fühlen unter die Kontrolle zu kriegen. Bis hin zu modernen Formen der Kriminalistik, der Forensik, der Psychologie und der Strafjustiz als legitimes Böses. Das Machtmonopol ist beim Staat. Natürlich muss das so sein, nicht, dass Sie mich jetzt missverstehen, aber es ist in einer Genealogie sozusagen des Detektivischen. Ja? So das Böse aufzuspüren und schneller zu sein. Ja, bis dahin zu den ganz modernen Formen, da würde jetzt Michel Foucault zitiert werden müssen, also französischer Großphilosoph, die Techniken des Selbst in der Spätmoderne, wir brauchen keine Inquisition mehr, die App reicht, du bist zu fett. Ja? Da muss gar keiner mehr irgendwas machen, das machen wir schon selber, das sind sozusagen Methoden der Selbstkontrolle und der Selbstunterwerfung und der Selbstinquisition. Bauch einziehen, Kreuz raus, du bist zu fett, du bist zu und so weiter. Jetzt gibt es ja schon Apps, die sich melden, wenn ich traurig werde. Also ich will ja nicht zu viel sagen, aber als Psychologe, als ich das jetzt gelesen habe, es gibt schon Apps für Depressive, sozusagen, die helfen, Kopf hoch. Zwischendurch immer mal sagen, das ist jetzt etwas trivialisiert, aber wenn man es als Denkefort spinnt, ist es eigentlich verrückt. So, und ich komme zum Letzten. Sie sehen es an dem Bild. Das Spielerische, dem Bösen, mit dem Bösen spielen, mit ihm kokettieren, ihn ein Schnippchen schlagen, spielerisch. Links Spider-Man und rechts, finde ich, ein schönes Motiv. Der Junge hat die Wikinger-Mütze auf und macht Psst. Er will jemanden erschrecken. Und das ist ein beliebtes Kinderspiel mit dem Bösen. Sozusagen in das Mimikry, in das Böse schlüpfen, um mit dem Bösen zu spielen. Also in dem Bild sehr schön zum Ausdruck gebracht. Es gibt zwei Modi des Spiels. Das eine, finde ich spannend, ist nicht, wenn man jetzt mit dem Wort spielt, nichts, mir fehlt es, sorry, nichts Böses tun, nur Böse tun.
Verstehen Sie, in den Spielen, wir tun böse. Und das ist eine legitime Form, mit dem Bösen umzugehen, indem wir uns böse machen, böser als wir sind. So, sich ergötzen, sich schaudern, andere zu erschrecken, ist sozusagen der spielerische Umgang damit. Es ist legitim, sich was Böses, aber eine Fratze aufzusetzen, eine Maske, die anderen sozusagen so nass führen, das ist erlaubt. Die Ästhetisierung des Bösen, die so das Böse schön machen. Als Leipziger, Sie wissen jetzt, was jetzt kommt, weiß ich ja, was Pfingsten wieder sein wird. Da ist die Stadt schwarz. Da sind wieder die Nekrophilen, die Gothics und die, wo alles nach Erde riecht, ja. Patchouli, alles riecht nach Erde, nach Grab, so soll es sein. Also das ist sozusagen die kokett, symbolisch, spielerische Form, mit dem Bösen, mit dem Tod umzugehen, sozusagen. Auch eine Form des Bewältigens und des symbolischen Überwältigens. Also es ist die symbolische Überwältigung, wenn Sie so wollen, des Todes oder des Bösen, also in ästhetischer Form. Oder die Maskeraden des Bösen, die Lust, ich habe es vorhin schon gesagt, die Lust an der Übertretung, auch die Karnevalisierung, auch der Karneval ist so entstanden. Also sozusagen auch die unbotmäßigen Dinge, selber böse sein zu dürfen, auf der Macht etwas zu sagen, im Kostüm des Narren. Ist ja auch eine Figur, sozusagen sich etwas zu erlauben und es gleichzeitig zu dementieren. Verstehen Sie, ich mache sozusagen die Geste, ich setze meine Maske auf und gleichzeitig nehme ich es zurück, weil ja klar ist, dass es nur das Spiel ist. Ja? Und damit darf ich etwas machen, was ich eigentlich sonst nicht machen darf. Ich darf böse sein, legitim böse sein. Und das Zweite ist, die zweite Variante ist das Böse klein machen und fernhalten mit der Fernbedienung, ja? Ganz praktisch. Sozusagen, oder erstmal das Böse zu miniaturisieren, weil ja diese ganzen kleinen Monster als kleine Figuren, selbst schon Indianer, Räuber und Gendarme oder sowas zu spielen, also in Rollen zu spielen oder die kleinen Figuren, ist es sozusagen eine Bühne aufzubauen und selber der Regisseur zu sein des Spiels und damit das Böse sozusagen im Griff zu haben. Es ist nur noch niedlich, es ist geschrumpft sozusagen zur Harmlosigkeit im Spiel. Und gleichzeitig kann man mit großer Geste oder mit lauter Stimme oder sonst irgendetwas sagen. Also sozusagen die Maskierung im kleinen Bösen. Oder, was Sie alle sehr gerne machen, Tatort etc., Krimi, Horror, Katastrophenfilm, Schurken, Serienkiller oder Opfer, das Böse wird auf Abstand gehalten oder in kontrollierte Nähe gebracht. Man kann sich ja wegsetzen, man kann zugucken, wie das sozusagen, man hat die Fernbedienung, man kann abschalten, man kann laut machen, man kann leise machen. Das Schicksal der anderen lässt einen wohlig und geläutert zurück. Es ist eine stellvertretende Tat oder eine stellvertretende Bewältigung. Das ist ein altes Motiv der klassischen Tragödie in der Antike, nämlich die stellvertretende Erleidung des Bösen und die stellvertretende Bewältigung des Bösen. Er hat etwas Kathartisches, also etwas Reinwaschendes und etwas Läuterndes und etwas Beruhigendes. Deswegen gucken wir uns dieses Zeug an und finden es immer wieder schön und schaurig schön. Das Gute siegt und das Gute sitzt auf der Couch. Das ist ganz wichtig. Wir wissen, die Welt ist wie immer, wie sie ist und sie wird immer noch so sein, wie sie war. Und dann ist der Abspann und die Welt ist wieder in Ordnung. So, nun können Sie sagen, das klingt ja irgendwie alles putzig. Und das ist irgendwie nur, das sind die Phantasmogien des Menschen, die er brauchten, das Böse zu bewältigen, aber dennoch stecken, sonst gäbe es das nicht. Damit wäre ich jetzt wieder ernster. In diesen vier Erzählungen trotzdem vier rationale Kerne, wenn man jetzt fragt, wie kann man das Böse bannen? Ich denke, gucken Sie mal, wie klein das Böse jetzt ist. Das erste ist aus dem Heroischen. Wir sind im postheroischen Zeitalter, habe ich schon gesagt. Ist trotzdem etwas, das wir brauchen. Wir brauchen Mut. Modernerweise sagt man vielleicht auch Courage, also Alltagscouragiertheit, sich mit dem Bösen wirklich anzulegen. Die Klappe aufzumachen, wenn böses Denken um sich greift. Den Mut zu haben, das Gegenwort zu richten. Den Mut zu haben, einzugreifen. Das bleibt, auch wenn das Heroische weg ist. Insofern ist da drin ein rationaler Kern, sich mit dem Bösen anzulegen. Das Zweite ist, ich glaube, aus dem Opfern, es geht nicht darum, sich zu opfern oder in den Staub zu schmeißen
und um Vergebung oder um Gnade zu winseln. Aber ich glaube, wir brauchen sowas wie Demut. Demut heißt nämlich ein bisschen auch anzuerkennen, dass es auch in uns ist, dass auch in uns die Möglichkeit ist. Es ist so verrückt. Ein bisschen daraus auch Empathie mit dem Bösen. Darin ist etwas Läuterndes drin. Also nicht gleich in die Empörung zu stürzen, sondern auch mal neben sich zu drehen und demütig zur Seite zu gucken und vielleicht auch hier und da zu denken, oh Scheiße. Das ist eine wichtige Quelle. Die dritte ist, und das bleibt, das ist die Klugheit. Wer ist der Klügere? Ja, wer ist schneller? Wer hackt wen? Habe ich ja vorhin schon gesagt. Weil die List der Vernunft und die Intelligenzintensivität des Bösen fordert uns ständig heraus. Sodass es am Ende auch eine Frage sozusagen der Überwindung durch Klugheit ist. Also auch des Einsatzes intellektueller Anstrengung. Das bleibt, es verstehen zu können, schneller zu sein. Und schließlich viertens, vielleicht werden Sie lächeln, aber es wird Ihnen gleich vergehen, Schönheit. Schönheit nicht im Sinne der schönen Oberfläche, sondern im eigentlich klassischen Sinne das Schöne, also das Ästhetische, im Sinne des ethisch grundierten Schönen. Also dem Bösen auch das Schöne immer wieder penetrant entgegenzusetzen, glaube ich, ist eine wichtige Quelle. Deswegen muss es, klar, es muss Kunst geben, es muss Theater geben, es muss Kino, es muss Filme geben, es muss den Rap geben, es muss die Graffitis geben, all das muss es geben, weil es sich auch mit dem Bösen immer wieder auseinandersetzt. Also auch immer wieder Bühnen des Spiegels, der Spiegelung schafft, sich damit auseinanderzusetzen. Man könnte auch sagen, um das nochmal mit dem Schönen zu untermauern, Sie werden sich staunen, was das jetzt soll, Sie sollten Beethovens Appassionata hören. Sie können auch was anderes hören. Warum mache ich das am Ende? Weil ich bin an einer Gesellschaft aufgewachsen, zumindest zur Hälfte meines Lebens, und in einer Zeit, als es wichtig war, Vorträge mit einem Zitat der Klassiker zu beenden, also mit Marx, Engels oder Lenin. Deswegen meine kleine Anspielung, die Sie gleich verstehen werden. Lenin hat gesagt, hat Maxim Gorki gesagt, dass Lenin das gesagt hätte, muss man noch dazu sagen. Ich kann sie nicht hören, die Appassionata, beziehungsweise nicht zu Ende hören oder nicht hören, sonst bringe ich die Revolution nicht zu Ende. Also müssen wir mal vorstellen, was in diesem Satz drin steckt. Da steckt zweierlei drin. Das eine ist, ich darf mich vom Guten, nicht, vom Schönen nicht anstecken lassen. Ich bin über das Zitat gestolpert, nochmal durch, ich habe in einem anderen Kontext diesen Film Das Leben der Anderen, das kennt vielleicht einige, dieser Film über die Stasi, wo es ja darum geht, warum der Stasi-Offizier durch das Hören der Sonate von guten Menschen sich hat bekehren lassen. Wo die Stasi-Aufarbeiter natürlich alle mit Recht sagen, realhistorisch ist das Schwachsinn. Aber da drin ist ja eine symbolische Kraft, dass ja was gesagt wäre, nämlich die Infizierung mit dem Guten. Und verrückt ist, Lenin ist offenbar ein empfänglicher Mensch gewesen und er hat gewusst, wenn er es zu Ende hört, kann er die Romanows nicht erschießen lassen. Schlicht und einfach. Was er ja dann gemacht hat. Also das heißt, das Gute ist, und vielleicht ist das Gute, ist hochinfektiös. Sozusagen ein Infekt, eine Infektquelle, das Gute, das Böse zu bannen. So, damit komme ich fast zum Ende. Und wünsche Ihnen, dass Sie gut nach Hause kommen, ohne böse Überraschung. Okay, das war's. Ja, vielen Dank. Ich habe gerade gemerkt, ich habe mich gar nicht vorgestellt, ich habe Sie nicht vorgestellt. Aber kein Problem. Okay, Sie sind uns nicht böse. Ja. Vielen Dank, Stefan Busse, für die Einführung ins Böse. Wir möchten natürlich die Ringvorlesung auch wieder nutzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um uns auszutauschen, Fragen zu stellen. Dafür wäre jetzt die passende Gelegenheit. Und wenn von jemand von Ihnen vielleicht schon eine Frage... Ja, sehr schön. Können Sie Hallo, ich bin Bastian Rademacher und viele kennen mich. Ja. Ich habe zwei Fragen. Das erste ist, wie soll ich das Böse und das Rationale voneinander unterscheiden? Das zweite geht auf Ihren Beispiel mit diesem... Das Böse und das Rationale unterscheiden. Ja, wie ich diese beiden Sachen unterscheiden kann. Zum Beispiel, wenn ein böses Unternehmen
zum Beispiel Gewinne eintreibt, die sie gar nicht berechtigt hätte, aber die halt zum Beispiel braucht, um Löhne und so weiter zu bezahlen. Ja, vielleicht ist das einigermaßen erkennbar. Ja. Und meine zweite Frage ist, Sie haben dieses tolle Beispiel mit Lidl dargestellt. Mit was? Dieses Beispiel mit den 20 Euro, wo der Kunde 20 Lidl. Euro okay. von Lidl wie soll ich das sagen? Komm, ist falsch. Wo er 20 Euro von Lidl zu Unrecht erhalten hat. Und Sie sagten, dass gerade Teil C ja besonders freundlich oder besonders positiv oder besonders freundlich wäre, wobei ich das natürlich nicht nachvollziehen kann. Das war Ironie. Das letzte war Ironie. Das kann ich gleich mal anrufen. Ja, aber wie gesagt, aus meiner Sicht wäre Teil C eigentlich das am wenigsten sinnvollste, zumindest aus der Sicht von Lidl. Es wäre nicht vernünftig, ja? Auch im Sinne von Kant. Kant würde auch sagen, bist du bekloppt? Ja, ist völlig klar. Ja, aber ich meine, Teil C wäre zwar, man würde zwar was Gutes tun, aber hat vorher was Böses getan. Absolut. Und ist es das würde ja bedeuten, man hat... Ja. Das Böse würde jetzt überwiegen? Oder das? Ich habe gleich Lust, wenn ich darf, auf das Dritte zu antworten. Weil erstens war es ironisch gemeint und eigentlich wäre, wenn man jetzt noch ein bisschen psychomäßig da reinguckt, es eine höhere Form des Bösen, was sich moralisch noch erhöht. Statt Empathie mit der Verkäuferin zu haben, die abends in ihre Kasse guckt und die 20 Euro reinlegen muss, das ist nämlich die Realität, gehe ich dahin und spende es der Hungerhilfe und fühle mich noch großartig. Das ist sozusagen moralisch aufgeblasenes Böses. Also das Eigentliche wäre es ihr schlicht, um einfach zurückzugeben. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und trotzdem kennt jeder die Verführung zwischen A und B und findet viele Gründe. Ach, jetzt ist mir zu umständlich. Ach, Lidl hat genug Geld. Da gibt es ja tausend Gründe, es ihr nicht zurückzugeben. Das Dritte ist A, ironisch, aber eigentlich wär's eine höhere Form des Bösen. Gut, kurz zur ersten Frage. Rationalität. Ist es mal völlig klar, das Böse ist nicht per se irrational. Das Böse ist eben auch, das meinte ich ja, also das ist ja schon der Wunsch, dass das Böse blöd sei. Das ist ja nicht der Fall. Aber die Frage, wenn Sie jetzt auch an Konzerne denken, wenn Sie jetzt gerade an Siemens denken oder Bombardier und so weiter, also die Diskussion, ist schon die Frage, sozial-gesellschaftlich verantwortliches Handeln von Konzernen. Das ist einfach eine Frage. Ethische Verantwortung in der Wirtschaft, das ist ein großes Thema. Insofern kann Rationalität moralisch verantwortliches Handeln ausschließen, aber Böses ist nicht per se irrational im Sinne von blöd oder verrückt. Ne? So nicht. Ja. Leider. Es wäre einfacher. Christoph Körner, ich wollte was zur Vernunft fragen. Ja. Ich finde das alles gut, auch Kant, die Vernunft und das eigene Denken, aber es gibt doch auch fehlgeleitete Vernunft. Ja, das Böse. Und die fehlgeleitete Vernunft erzeugt ja das Böse. Genau. Es gibt ja den Psychologen, ich glaube Roy Burmeister, der ein Amerikaner, der hat ja vier Wurzeln des Bösen dargestellt. Und außer Sadismus, was vielleicht nicht vernünftig ist, hat er ja immer gesagt, dass vernünftige, in Anführungsstriche, Gründe zum bösen Handeln führen. Ja. Und deswegen denke ich, muss man das noch etwas genauer nehmen. Ich finde es sehr gut, dass Sie gesagt haben, bei dem Bannen des Bösen, dass Sie auch Demut genannt haben. Denn man könnte es auch säkular sagen mit Christa Wolf in Cassandra. Erst wenn ihr lernt, mit Siegen aufzuhören, wird das Böse weniger. Ja. Okay. Ja, zur Erbsünde möchte ich sagen, für mich ist das kein ontologischer Begriff, sondern ein funktionaler Begriff, dass der Mensch sich zum Bösen entscheiden kann. Ja. Es wird immer so hingestellt, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja. Das ist ja gleichzeitig der Fluch, deswegen ist es ja so kompliziert. Ja, er ist sozusagen damit geschlagen. Aber vielleicht noch mal zum Ersten, die vier Quellen des Bösen, sag ich mal, der Sadismus oder sag ich mal, die pathologische Abweichung oder das Kranke, das ist wirklich der seltene Fall. Und wenn Sie jetzt Herrn von Schirach hier hätten, dann würde er Ihnen nochmal erklären, sind die drei Bände jetzt in den letzten Jahren erschienen, was nochmal, oder Herr Galli, wenn er dann kommt, wird nochmal sehr schön deutlich machen, eigentlich den meisten Bösen, was Menschen anrichten, die bösen Tat, liegen nicht böse Motive zugrunde.
Das ist eben das Verrückte. Das ist, indem sie sich in fast alle Verbrechen sozusagen eindenken, dröselt sich das ins Normale auf. Das ist ja das Verrückte. Sodass offenbar in der Rekonstruktion der Tat dann oft die Frage ist, wie kommt jemand an die Stelle, dass er böse handelt? Und es eigentlich im Sinne von der Abnormität oder irgend sowas, die Lust an der Zerstörung, ist eigentlich eher der seltene Fall. Susanne, das vierte, aber die anderen drei gibt es eben auch. Ja, das ist eben wichtig. Im Alltag ist das natürlich, macht man sich nicht die Mühe, sozusagen zu verstehen, sondern ist natürlich erstmal mit Recht auch empört über diese Handlung. Aber im Sinne von, wenn man das rekonstruiert, ist es auch immer fehlgeleitete Vernunft. Ja. Gibt es andere? Ja, ich komme rüber. Hallo, mein Name ist Sören Olischer und ich habe eine generelle Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Böse nicht moralisches Handeln, oder? Ja. Und wenn ich den Begriff der Moral richtig verstanden habe, ist das eigentlich nur eine Sammlung von Regeln innerhalb einer Gesellschaft, wie wir sein sollten. Ja. Dann kommt mir persönlich jetzt die Frage, wieso redet man denn generell über den Begriff des Bösen? Dann kann ich doch nur davon ausgehen, dass in einer bestimmten Gesellschaftsform, denn für den Dschihadisten ist es ja gar nicht böse, andere Leute niederzumachen, die nicht seiner Meinung sind. Ja. Oder für den, in dem Fall das Beispiel Auschwitz, für die Leute war es ja kein böses Handeln. Das war erst im Nachhinein, haben sie gesagt, oh ja, okay, das war vielleicht nicht richtig. Aber in dem Moment glaube ich nicht, dass die gedacht haben, das ist tatsächlich nicht richtig. Und da ist meine Frage. Ich weiß, was ich meine. Also zwei Versuche, darauf zu antworten. Das erste ist, findet man schon bei Kant eine Antwort, dass er sagt, mit diesem Maxim meine ich keine Tugenden, weil die sind historisch zufällig. Ja? Also historisch zufällig zu sagen, beim Essen popelt man nicht oder irgend sowas. Ich trivialisiere das jetzt mal. Also wenn das historisch gebunden ist, kann wieder verschwinden. Aber es gibt sowas, das will er mit der Maxime sagen, wo er eigentlich sagt, dass ein vernünftiges Erdenwesen es eigentlich irgendwie merkt, dass das nicht richtig ist. Und wenn man den barocken Begründungs- und Rechtfertigungsaufwand der NS-Täter bei den Nürnberger Prozessen sich anguckt, die bräuchte es nicht, wenn sie es nicht gewusst hätten. Also verstehen Sie, der Begründungsbarock, den Menschen dann an Rechtfertigung, und Kant hat schon Rechtfertigungsfiguren klassifiziert, das fand ich sehr interessant. Also eigentlich psychologisch, was machen Menschen, um das vor sich zu rechtfertigen? Also ich bräuchte gar keine Rechtfertigung vor mir, wenn ich nicht eigentlich subkutan wüsste, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja? So, und trotzdem haben Sie natürlich recht. Und da kommt dann das böse Denken. Ich finde, das böse Denken ist die Brücke, das ein bisschen zu verstehen. Wenn einer in seiner, sozusagen in seiner ideologischen Welt, Beispiel Rassismus, ein Ungleichheitsdenken, ist ja schon das, dann ist das ja das böse Denken, was sozusagen das Vernünftige aus den Angeln hebt. Wo man dann sagt, das kann man gar nicht verstehen. Aber verstehen Sie, auch der, sag ich mal, der ideologische Aufwand des Rassismus und das wissenschaftlich nachzuweisen, zeigt ja eigentlich schon, dass allen irgendwie klar war, das geht nicht einfach so, über die Rampe, wenn das jetzt nicht so blöd klingen würde, über die kognitive Schwelle, dann bräuchte es das alles nicht. Ja. Also ich gebe Ihnen recht, es ist aufklärungsbedürftig, aber das eine ist die historische Relativität und trotzdem ist, vielleicht ist das wirklich nur ein Glauben, den wir an die Vernunft haben, im Sinne von, dass es diese innere Stimme sozusagen der Vernunft gibt, dass man eigentlich weiß, das kann man nicht machen. Und wenn dann anfängt, ganz, das wissen wir also als Psychologen auch, wenn Menschen dann ganz viel erzählen, warum sie das machen, dann fängt das an, was ich eben Begründungsbarock genannt habe. Das heißt also, irgendwo ist die Stimme da, sie ist aber verschüttet oder durch böses Denken verbogen und zugeschoben. Das ist dann Ideologie, ja? Ja. Das ist noch eine Stimme? Nee, das ist noch eine Hand. Ach so, sorry. Bestimmt das Mikrofon gekrallt, aber das würde dann durchaus heißen, dass es sowas wie eine Moral abseits von
von der jeweiligen historischen Situation gibt. Ja. Also das ist, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie sagen, dass Moral so im Sinn von Nietzsche mehr oder weniger immer aus der Zeit herauskommt. Ja. Also wie das Tötungsverbot, was es eigentlich gibt. Ich würde gerne noch zwischen Moral und Ethik. Ja, muss man ja nochmal schauen. Aber das würde das ja bedeuten im weitesten Sinne. Also dass es sowas gibt und wenn du sagst, diese innere Stimme, dann wäre ja das, was sozusagen was Moralisches, was die jeweilige Zeitbezogenheit der Moral überschreitet. Ja, das kann das überblenden. Und das ist das, was Sie meinen, dass das überschrieben werden kann. Aber es gibt in allen Kulturen eigentlich ein Tötungsverbot, so etwas. Und dann fängt es an, wie kann das überschrieben werden, dass es dann erlaubt ist. Ja, und es braucht die Überschreibung. Verstehst du? Deswegen wird ja so ganz viel erfunden an ideologischen so Sachen, Bommeleien, die da drüber geschoben werden, um zu rechtfertigen, dass man das plötzlich darf. Das zeigt ja eigentlich, dass es da ist. Aber das andere kann viel mächtiger sein. Führt das dann aber nicht den Moralbegriff an sich ad absurdum? Ich glaube nicht. Man muss ja auch von, sage ich mal, Primär- und Sekundärtugenden und sowas unterscheiden. Oder Ethik und Moral, also die Frage sozusagen. Das ist ja die Grundaussage, dass es, sage ich mal, bei dem Vernunftbegriff so etwas wie, das ist ja eine Grundmaxime, die erstmal relativ inhaltsleer ist. Verstehen Sie? Die Kantsche Aussage ist, bei allem, was du bedenkst, denke den anderen mit. Erstmal ganz so viel. Du kannst, das ist so allgemein, dass daraus ganz viel folgen kann. Und das gilt für alle. Du kannst keinen ausnehmen. So, und das gilt erstmal für alle. Wenn ich dann denke, für Weiße gilt es und für Schwarze nicht, dann, das ist dann schon böses Denken, um die Trennung herzustellen. Genau. Ob immer noch jemand, der so ganz unten sitzt? Aber wenn Sie jetzt einmal bei Herrn Rasch ist, ist es okay. Ja? Okay. Ja, mein Name ist Norbert Rasch. Wenn Sie nichts Böses wollen, dann müssen Sie ja über alle Konsequenzen Ihres Handelns aufgeklärt sein. Oh ja. Ist es also böse, Fleisch zu essen? Ist es böse, ein Auto mit Dieselmotor zu fahren? Ja. Genau. Genau. Das ist auch eine schöne Frage, weil ich finde, das lässt sich an Hannah Arendt sehr schön ankoppeln, weil sie ja die erste, habe ich ja vorhin gesagt, die sozusagen das strukturell Böse und das moralisch, also das Einzelne, was sie noch nicht denken konnte, wo wir uns ja heute damit beschäftigen, ist ja die Frage, in einer überkomplexen Gesellschaft heißt das, die Prämisse ist, wir brauchen Informationen, um gut entscheiden zu können, wir haben sie aber nicht. Und daraus resultiert die Paradoxie, können wir überhaupt moralisch begründet handeln, wenn wir nicht die relevanten Informationen haben? Und wir müssen trotzdem handeln, weil manchmal Nichthandeln auch unmoralisch ist. Das heißt, wir sind ja eigentlich überfordert, eine gute Entscheidung zu treffen, weil wir nicht die Nebeneffekte, die Kollateralschäden. Ich meine, mit dem Diesel, das wissen wir ja nun, das ist mal ja Gott sei Dank, ist mal, nach dem, was man so weiß über die Stickoxide, bis zum nächsten Widerruf. So. Ich meine, das ist nicht erst jetzt bei uns. Das war vor 500 Jahren auch so, wenn man so explizit darüber nachgedacht hätte. Im Alltag, Philosophen schon. Ist das, glaube ich, eine Grundparadoxie, handeln zu müssen, ohne dass man es weiß. Und eigentlich, dass es sozusagen einerseits ein Information Overloading gibt. Wir haben viel zu viel Informationen. Einerseits sind wir zugeschüttet und auf der anderen Seite haben wir nicht die relevanten, um gut begründet zu handeln. Und trotzdem müssen wir handeln. Das heißt, wir handeln böse, weil wir gar nicht anders können. Und da wäre die Frage, ist das böse? Verstehen Sie, das fragen Sie ja gerade. Weil dann eigentlich nicht. Dann ist es sozusagen eine Gedankenlosigkeit, nicht im strukturellen Sinne, sondern ich konnte es nicht besser wissen. Und das ist immer etwas, womit man sich gut rausreden kann, auch in der Rechtsprechung. Ich habe es nicht gewusst. Nicht immer, manchmal muss man auch sagen, Sie hätten es wissen können, auch wenn Sie es nicht gewusst haben. Genau. Aber das ist, sag ich mal, je komplexer die Verhältnisse werden, umso unmöglicher ist es. Ja. Ich glaube, es muss wirklich erstmal die junge Kollegin da drüben rechts, sonst wird sie böse. Möglicherweise. Ganz kurzer Nachsatz von mir. Ein guter Freund hat gesagt, mein Name ist Silke Meyer, wir können das Böse bannen, in dem Sinne jetzt. Ich bin nicht verantwortlich für das, was mir nicht bewusst ist, was ich nicht weiß. Ja. Aber ich bin verantwortlich dafür, dass mir immer mehr bewusst wird. Ja, genau. Also ich bin auch dafür verantwortlich, mich zu informieren, schlicht und einfach. Und nicht sagen, das habe ich nicht gewusst. Also das heißt am Ende sich blöd stellen. Naja, klar. Aber aus der Nummer, was Herr Rasch meint, komme ich nicht wirklich raus. Das ist wirklich ein Problem.
So, ja. Klar. Hallo, Eva Lampert ist mein Name. Ich hatte zu ihm noch eine kleine Anmerkung. Es ging vorhin um die NS-Zeit und wie man das vor sich selber rechtfertigen konnte und so weiter. Ist das böse, ist das nicht böse? Da kam ich gedanklich nicht an dem Milgram-Experiment vorbei. Ja. Das sagt sicher fast allen hier was. Ja. Mit dem Prinzip wird ja quasi diese komplette Diskussion ausgehebelt. Also diese komplette Überlegung, ist das böse, was ich tue, sollte ich das vielleicht nicht tun? Das wird ja alles quasi vom Tisch gewischt dadurch, dass mir der Befehl gegeben wird. Ich denke, das ist ein Erklärungsansatz, der gerade bei der NS-Zeit, also keine Entschuldigung, aber eine Erklärung ist für vieles. Ja. Das wollte ich der Vollständigkeit halber noch anmerken. Muss ich was dazu sagen? Erstmal, ich weiß nicht, ob alle das mit dem Milgram-Experiment wirklich wissen. Ganz kurz, nur in Kurzschritt. Milgram ist sozusagen Anfang der 60er Jahre durch einen amerikanischen Psychologen durchgeführt, im Gedanken sozusagen NS-Gehorsamkeitsphänomene, Autoritarismus psychologisch zu erklären, Menschenstromstöße eigentlich über die Überlebbarkeit zu geben, was dann natürlich nur ein Fake war, es war nicht tatsächlich so. Und das Spannende war zu gucken, wie weit gehen Menschen? Gehen sie bis praktisch in die Todeszone, wenn neben ihnen jemand im weißen Kittel steht und immer wieder sagt, machen Sie weiter, machen Sie weiter, machen Sie weiter, nichts anderes. Aber man muss sehen, ich glaube Mitte 40% haben anstandslos im doppelten Sinne, einfach auf 300, bis zu 360 Volt gedrückt, sodass sie haben dann Schreie eingespielt, was nicht stimmt, es war ein Fake. Also eigentlich die Leute umgebracht haben, um zu sagen, was passiert, wenn im Sinne der Endverantwortung in Organisationen, das ist ja gerade der Ansatz von Hannah Arendt, sozusagen die Schuld, ich habe ja nur einen Befehl ausgeführt, aber, was immer unter den Tisch gekehrt hat, es waren auch über 30%, die es nicht gemacht haben. Die haben gesagt, das machen wir nicht. Die haben gesagt, das geht nicht, das mache ich nicht. Wenn die ihr schon schreien gehört, das mache ich nicht. Die haben widerstanden. Natürlich ist das Spektakuläre, weil man das andere erklären wollte, zu sagen, also wieso kriegen das Menschen überhaupt hin, einfach weiterzudrücken? Das ist ja erklärungsbedürftig, sondern die Unterwerfung unter die Autorität über die Abstraktheit bürokratischer Organisationen. Das ist wirklich nochmal ein extra spannendes Thema, weil Organisationen sind die Akteure der Moderne. Mehr als im Mittelalter gab es auch die Kirche und so weiter, ne? Aber die vielen großen Organisationen, und wir kriegen ganz viel los, auch in der Hochschule, weil wir sagen, das musst du sein, steht hier in der Prüfungsordnung. Sozusagen unempathisch zu sein, weil es so in den Gesetzen steht. Das ist natürlich homöopathisch verdünnt, da stirbt kein Mensch, aber es ist sozusagen ein Problem. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite operieren bürokratische Organisationen mit dem permanenten Misstrauen ihren sozusagen Akteuren gegenüber. Ich habe gestern wieder eine Reiseantrag gestellt. Da steht unten drunter, ich soll unterschreiben, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen. Das ist erstmal völlig verrückt, weil ich könnte ja lügen. Ja? Aber die Unterstellung ist, dass ich böse bin. Im kantischen Sinne. Ne, selbstverständlich. Sonst würde ja dieses Formular nicht von mir denken. Ja? Busse? Hast du jetzt wirklich die Angaben richtig gemacht? So, unterschreib bitte, dass du nicht lügst. Was natürlich eine paradoxe Aufforderung ist, denn ich könnte ja lügen, dass ich nicht lüge. Oder nicht gedankenlos bist. So, das war jetzt nur ein kleiner Schwenk, womit ich sagen will, diese spannende Frage sozusagen von Endverantwortung, von Misstrauen in Organisationen, dass das nochmal ein eigenes Spiel zwischen dem strukturell Bösen und dem moralisch Bösen ist. Aber es hat es nicht vom Tisch gefegt. Ich glaube, die Idee des Experiments war ja, das gerade zu zeigen. Ja. Oder auch diese Gefängnisexperimente. Es war ja auch ein Film vor ein paar Jahren, ne, wo die einen, von Zimbardo, also die Experimente mit den Gefangenen und mit den Wärtern, wie schnell sich so etwas herstellt, durch Rollen. Also durch die Rollenhaftigkeit, wir individuelle Verantwortung abgeben und sozusagen böse handeln, was nicht mehr als Böses erscheint. Weil wir sozusagen es entverantworten können. Ja.
Ja, Frank Tscherner, ich wollte nur kurz was sagen zum Strafrecht oder überhaupt zum Recht, weil Sie es kurz angesprochen hatten. Das Schöne ist oder auch nicht Schöne im Strafrecht ist Böse keine Kategorie. Ja. Was im Strafrecht gefragt wird, ist, ob jemand vorsätzlich gehandelt, ja, wusste der Betreffende, was er macht, hat er absichtlich gehandelt oder wissentlich oder ist billigend in Kauf genommen. Also ich weiß, dass ich das mache, das beste Beispiel jetzt mit dem Berliner Raser-Fall, der vom BGH jetzt aufgehoben worden ist. Also die Leute wussten, wenn sie mit 170 km/h über 11 Kreuzungen fahren, die Ampel sind jeweils rot, wissen sie, dass sie halt eben Menschenleben dann gefährden können. Daraus hat das Landgericht dann den Vorsatz unterstellt. Wer das weiß und es trotzdem tut, ja, trotzdem handelt vorsätzlich, der ja weiß es dann. Bundesgerichtshof hat es aufgehoben, hat gesagt, so einfach könnte das nicht sagen. Das kann man nicht so einfach unterstellen, auch wenn man es weiß. Also bin gespannt, wie das dann neu verhandelt ja wird. Aber das wäre auf der Ebene sozusagen der Vorsatzdelikte. Also ja. In diesem Dunstkreis haben wir das Recht einfach reflektiert, wo es problematisch wird, so im Rahmen der Fahrlässigkeitsdelikte. Also ich hätte es vielleicht wissen können, ich wusste es nicht, ich habe nicht aufgepasst, ich bin ein bisschen zu schnell gefahren, das kann einfach passieren. Da würde ich jetzt wirklich keine Absicht und auch schon gar nichts Böses unterstellen wollen. Das heißt, das Böse würde aus dieser Kategorie dann komplett rausfallen. Wo es vielleicht eine Rolle spielen kann oder was interessant gewesen ist, bei Kant am Anfang, also das mache ich auch im Rahmen meiner Strafrechtsvorlesung dann immer, also immer Kant steht so ziemlich am Anfang, nämlich die Formulierung, die der Bundesgerichtshof 1952, das ist schon ein paar Tage her, 1952 aufgenommen hat, wo er gesagt hat, wir gehen im Strafrecht nach wie vor, auch heute noch davon aus, der Mensch ist frei, auf sittliche Selbstbestimmung angelegt, so wird es formuliert. Also es liest sich fast so ein bisschen biblisch wie die ersten Worte des Johannes-Prolog. Also der Mensch ist frei, auf freie Willensbestimmung angelegt, deswegen kann er sich für das Gute und bewusst gegen das Böse entscheiden und so weiter und so fort. Daraus leitet man die Verantwortung ab und deswegen ist der Mensch verantwortlich, wenn er trotzdem das Böse tut. Also so einfach ist die Welt. Das heißt, es wird im Prinzip fast O-Ton dann eben aus Kant abgeleitet, wie dann heute auch das Schuldprinzip im Strafrecht dann eben begründet wird. Implizite Annahme ist, das haben Sie auch schön dargestellt, auch wie Kant das letztlich formuliert hat, daraus folgt natürlich unsere Verantwortung oder eben auch die Freiheit zum Bösen und den Preis dafür müssen wir bezahlen, wenn wir halt eben dann bestraft werden. Ja. Also wenn wir es bewusst übertreten haben und dann fürs Böse entschieden haben. Ja. Da sieht man aber nochmal, was für ein weiter Weg von der Inquisition bis jetzt ist, ne, Herr Tscherner. Die Entdeckung des Verfahrens, das ist das Einige, aber die Begründungsbasis, nämlich das Böse in den Ritzen des Subjektes zu suchen, ist was anderes, wie diese Fragen zu stellen, die Sie jetzt gefragt haben. Und die gehen eigentlich erst seit Kant, sozusagen, oder mit der Aufklärung. Andere Philosophen dazu was gemacht. Ja. Und was bis heute unsere Idee von Recht und Verantwortung eigentlich völlig selbstverständlich strukturiert. Ne? Obwohl es im Alltag ist, ist immer noch ein bisschen, also alltagspsychologisch immer noch anders. Da sind wir eher dran, das Böse zu unterstellen, als eine eigene Macht, ja, die sozusagen in den Leuten sitzt. Ja, ja. Ja. Sorry. Ja, Kenny Watt, und ich habe so eine Idee, weil wir reden jetzt vom Böse, Böse, Böse. Also es existiert ja hier in diesem Gespräch, und aber. Ja. Was, wenn das Böse und auch das Gute einfach nur ein Bild war, das uns aufgespielt wurde, um sich besser darzustellen von irgendjemand, der egoistisch war. Sag mal, irgendjemand gefällt mir nicht. Dann bin ich egoistisch und mache ihn zum Bösen, damit ich der Gute bin, damit ich was Böses tun kann, um halt daraus rauszukommen als guter Mensch. Aber ist das dann am Ende nicht doch nur ein Bild, das uns über mehrere Millionen Jahre einfach reingesetzt wurde? Also mit den Millionen Jahren weiß ich nicht, wo da der Anfang ist. Aber Sie haben natürlich recht, und das wollte ich ja mit dem zweiten Teil ein bisschen sagen, sozusagen, dass natürlich das Böse, ist auch mal philosophisch aufklärbar oder theologisch oder wie auch immer, und das andere ist, dass wir ja damit wieder umgehen im Alltag, sozusagen. Es ist ja auch eine Konstruktion. Und die Unterstellung des Bösen beim anderen ist, um mich gut zu dünken. Insofern, verstehen Sie, also das Spiel damit, das ist sozusagen ein großes Gesellschaftsspiel. Da haben Sie recht, sozusagen uns gegenseitig zu bezichtigen und gut sozusagen davonzukommen und sich selber in die Tasche zu lügen. Das sind aber alles, sage ich mal, Alltagsumgangsformen mit dem Phänomen. Ob da jemand am Anfang war, ich glaube, das ist jetzt gar nicht wichtig. Sie wollen ja sagen, dass das selber ein Spiel mit diesen Folien ist, was man manchmal gar nicht mehr auflösen kann. Wenn Sie dann so einen schönen eingefleischten Partnerschaftskonflikt, der sich über Jahre alles gut und gegeben hat und alles gegeben hat, können Sie das gar nicht mehr auflösen. An Unterstellung und Zuschreibung und wo war da der Anfang? Ja. Q.
Gibt es weitere Fragen? Lisa Schneidewind. Ich habe es mal, also so ein fixer Gedanke, wenn man jetzt einen Polizisten hat, der hat einen Straftäter vor sich mit einer Waffe. Ja. Der Täter schießt auf den Polizisten. Und der Polizist schießt um seine Hilfe her, also um sich zu verteidigen, auf den Angreifer, auf den Täter. Ja. Ist er dann böse? Also der Polizist, ist er dann böse? Herr Tscherner, ist er dann böse? Nein. Nein. Das ist legitimes Böse. Deswegen gibt es die Kategorie, zumindest in unserer Rechtsdenke, wird die Differenz gemacht. Sonst ist es gleich zugleich und dann ist es unauflösbar. Also ich darf sie nicht erschießen, sie dürften mich dann, weil es Notwehr ist. Und der Polizist darf das, weil er sozusagen Vertreter des Gewaltmonopols des Staates ist. Also um aus dem Dilemma rauszukommen, braucht es sozusagen in dieser Art von Recht, was wir haben, diese Hierarchisierung. Stimmt's? Ja, aber auch unabhängig davon, ob ich jetzt Polizist bin, spielt keine Rolle. Also ich darf mich verteidigen. Ja, Verteidigung, Notwehr. Wenn es das einzige Mittel ist, ja. Das ist die Voraussetzung. Ja. Das wäre die Frage des legitimen Bösen. Bis zu der schwierigen Frage, wo ich aber, was ganz, Verteidigungsrecht gibt es ja auch, die Frage, gibt es gerechte Kriege? Ne? Das ist noch ein Zahn schärfer, Ihre Frage. Ja, ist noch ein Zahn schärfer. Es gibt Verteidigungsrecht von allen Ländern, ist völlig klar. Aber die Frage des gerechten Krieges, auch die Kreuzzüge haben auch gedacht, sie sind gerecht. Ne? Ja. Okay. Ich hätte eine Frage, ob man vielleicht eine Erklärung, was gut und böse ist, machen kann. Also zum Beispiel im Sinne von Kant hat ja Albert Schweitzer gesagt, Ehrfurcht vor dem Leben, alles was Leben fördert, dient dem Guten, ja. Was Leben zerstört, ja. Oder Schöpfung zerstört, dient dem Bösen. Als einfaches Kriterium. Und man könnte ja, Demokrit hat ja gesagt, die Ursache des Bösen ist das Nichtwissen von Besserem. Ja. Und ich denke, deswegen meine ich, dass eigentlich, was Sie angedeutet haben, in jedem Menschen angelegt ist, was eigentlich gut ist. Ja. Und ich denke, daran möchte ich gerne festhalten, das ist sogar biblisch, dass wir nicht mit der Erbsünde kommen, sondern was gut ist, ist uns gesagt. Ja. Jetzt könnte man nochmal, ich will das nochmal eine, ich will es nicht sagen, Platte auflegen, aber nochmal eine Schicht reinschieben, wenn wir jetzt nochmal Evolutionsbiologen hier hätten, wo wir nochmal sagen können, die evolutionäre Sinn des Bösen, was ja gar keinen Sinn macht, oder doch, ne? So, wo man auch unterstellen muss, im Sinne von Überlebenswahrscheinlichkeit, es gibt ja Aggression bei Tieren und so, das gibt es ja alles. Aber zu unterstellen, dass das Böse zum Beispiel ein eigener Trieb ist, ist evolutionsbiologisch sinnlos. Auch bei Tieren, jetzt nicht im Kantschen Sinne böse zu sein, da gibt es ja Gewalt und Aggressivität, so innerartliche Aggression, sozusagen zwischenartliche Aggression, das gibt es ja alles. Aber das steht eigentlich im Dienste des Lebens. So, und die Aggressionsfähigkeit, auch unsere Aggressionsfähigkeit als biologische Mitgift, also sich so aufzuregen, dass ich aggressiv und böse werde, also Wut kriege oder auch was mache, das ist eine evolutionäre Mitgift der Selbstverteidigung im weitesten Sinne. Also das ist sozusagen etwas ganz Essentielles. Aber es ist nicht das Böse, es ist ja auch die Kritik der letzten Freudschen Triebtheorie, sozusagen der Todestrieb als evolutionäre Basis, ist eigentlich philosophisch und evolutionsbiologisch sinnlos. Ja, weil dann hätten wir gar nicht als Art überlebt. Ja. Das wäre so nach dem Motto, ich habe lange nichts Böses getan, irgendwie muss ich mir wieder irgendwie... Dass es solche Menschen im Einzelnen gibt, das sind aber dann die pathologischen Abweichungen. Aber es als Gattungsmerkmal zu unterstellen, ist wahrscheinlich Quatsch. Gibt es Fragen, weitere? Ich bin nur schrecklich, nicht böse. Ich bin nur nervig, nicht böse. Okay, oder? Weil ich sind jetzt mit Menschen gegangen, die auch keine bösen Überraschungen haben wollen, wenn sie jetzt nach Hause gehen. Also ich hätte vielleicht noch eine Frage. Ja, gerne. Also die kognitive und die motivationale Ebene haben wir ja abgedeckt. Wir haben gesagt, es gibt böses Handeln, es gibt böses Denken. Ja. Gibt es auch böses Fühlen?
Das ist eine schöne Frage. Gibt es Böses, weil dann die Frage ist, gibt es Böses, gibt es falsches Fühlen? Ne? Weil Gefühle sind ja oft schneller, sind erstens schneller. Ich habe keinen Zugriff drauf. Ich kann sie ja umkonstruieren. Es ist schwierig. Über einen langen Prozess. Über einen langen Prozess. Ich brauche Zeit, um Gefühle mir so kognitiv anders zu denken, dass ich anders fühle. Ja, es gibt auch böse und falsche Gefühle. Zum Beispiel Hass. Ein Hass aus dem Rassismus heraus ist ein böses Gefühl, was aus bösem Denken resultiert. Ja, ich glaube, die höheren sozialen Emotionen sind anfälliger für böse Gefühle als die elementaren, wie Angst und Furcht und so etwas. Ne? Weil da ja sehr Konstruktionen reinkommen, ne? Sozusagen Neid, eben Hass oder Eifersucht oder ja, Scham. So. Also diese etwas komplexeren Gefühle können auch böse und falsch sein. Und gibt es da vielleicht sowas wie eine Bagatellgrenze? Also was ist mit Schadenfreude? Ja, das ist ja die kleine Lust. Am Bösen, ja, die gibt's, ja. Es hat ja auch was Vitalisierendes, ja. Also auch das Spiel damit, ich würde dir jetzt am liebsten, aber ich lasse es, ne. Also sowas zum Beispiel, das ist auch das Spielerische damit, klar. Also auch die Frage des Neides, auch gesagt, weil das ist ja sozusagen eine Todsünde, ja. Auch die Frage, warum der Neid bei den Todsünden eigentlich auftaucht. Weil Neid ist ein legitimes Mittel, es wird denunziert auch im Alltag, dort wo Gerechtigkeitsempfinden auch einsetzen, das ist ungerecht. Und da wird gesagt, das ist bloß Neid. Ja, die Neiddebatte ist genauso eine Denunzierung eigentlich eines guten Gefühls für ungerechte Verhältnisse. Und daran ist einfach zu denunzieren und sagen, das ist bloß Neid. Also das ist böse, das sozusagen zu denunzieren, dieses Gefühl, diesen Kontext. Hallihallo, John Deflatley. Apropos böses Fühlen, der erste Kommentar von Ihnen war direkt Hass. Ich würde es nicht mal direkt auf den Hass beziehen. Es könnte auch böses Lieben geben. Ja, ich meine, ja, auch die Böse. Jemanden zu lieben, der schon in festen Händen ist oder zu jemandem Gefühle entwickeln, die in der Stelle oder an dieser Stelle nicht da sein sollten, das könnte man genauso als böse einstufen eventuell. Also ich sag mal, in dem Fall würde ich sagen, das Gefühl ist da. Ob daraus die Handlung folgt, den Betrug, den anderen zu betrügen oder den zu verführen, wissend, dass ich damit einen anderen kränke, das wäre die böse Tat. Aber das Gefühl ist manchmal so essentiell, das kennen Sie sicher selber, sozusagen, da kann ich nichts dagegen machen. Aber die Frage ist, was Sie mit Ihrem Gefühl machen. Und im Kantschen Vernunftbegriff ist der reflexive Umgang mit eigenen Gefühlen, wenn Sie so wollen, als Generaltugend, sozusagen Affektkontrolle. Also auch sozialisatorisch, so entwicklungspsychologisch ist es total wichtig. Also 5-Jährige müssen schon in der Lage sein, nicht einfach mehr durch ihre Gefühle sozusagen übermannt oder überjungt oder übermädchend zu werden, wenn wir jetzt korrekt sind, sondern zu lernen, mit den Affekten umzugehen. Ich kann auch als 30-Jähriger nicht mehr dastehen und mit dem Fuß aufstampfen und sagen, ich habe schon wieder das kleinste Stück Torte gekriegt. Verstehen Sie, das kann man machen mit 4,5. Mit 30 müsste man mit diesem Affekt umgehen können. Noah Kutscher, ist nicht letztendlich aber trotzdem ein böses Fühlen, dann jetzt so, wie wir jetzt darauf bisher eingegangen sind, nicht eher eine Abart des bösen Denkens, weil es ja trotzdem meistens auf fehlgeleiteter Information oder auf Fehlinformation oder aufgrund von jetzt im Sinne des Vortrags abgeleiteten Ideologien durchaus basiert, also bösen Denken. Auf bösem Denken basiert, dementsprechend nicht als eigenes, selbstständiges, böses Konstrukt sozusagen existieren kann. Ja. Ja, also wenn ich, sag ich mal, jetzt Hass auf Ausländer kriege, ich kann ja alles Mögliche kriegen, die können mich, das kann ich anstrengend finden, das kann ich einschränkend finden, das kann ich irgendwie sonst finden, aber einen Hass zu kriegen, das kann ich eigentlich bloß, wenn ich eine entsprechende Denke dazu habe. Verstehen Sie, dann ist das sozusagen ein böses Gefühl, weil es auf einer bösen Konstruktion basiert. Ja. Gut, gibt es noch? Ja, da hinten noch einen. Aber Gefühle sind nicht per se richtig, ne? Das ist eine schwierige Sache. Weil da kann man sich mal rausnehmen. Das ist so, was ich vorhin sagte, im Sinne von des Meinens. Ich kann nur sagen, das fühle ich eben so. Ja, wenn ihre Partnerin dann immer sagen würde, wenn es schwierig wird zwischen ihnen, das ist eben mein Gefühl. Da hat sie ein bisschen recht, weil Gefühle kann man mal nicht hintergehen, aber es kann so eine ideologische Waffe sein, sie immer wieder schachmatt zu setzen und immer wieder, wenn es ernst wird, zu sagen, das fühle ich eben so.
dann wäre es eine Instrumentalisierung des Fühlens. Und das ist das Böse. Es melden sich gleich zwei. Sonst wäre das eine Instrumentalisierung. Das ist, glaube ich, die böse Handlung. Die Instrumentalisierung des Gefühls und sich nicht mehr der Auseinandersetzung zu stellen und zu sagen, dem Gefühl, das andere Gefühl gelten zu lassen, sondern seins einfach drüber zu schieben und sagen, meins gilt und den anderen sozusagen einfach damit in die Enge zu treiben. Das ist das Perfide am Gefühlsspiel. Nicht das Gefühl zu haben. So, wer sagt jetzt das von den beiden? Sie haben etabliert, während Ihres Vortrags... Wo kommt die Frage so anders her? Also, sorry, der Ton kommt von da hinten. Das war jetzt interessant. Sie haben gar nicht den Mund bewegt, aber der Ton kam von da hinten. Sorry. Dass es inhärent im Prinzip menschliche Moralvorstellungen gibt, die über Kulturgrenzen hinüber existieren. Ja. Wir haben aber auch gesagt, dass wir in einer postheroischen und postmodernen Welt leben, in der die Existenz von diesen Moralvorstellung angezweifelt wird und als Konstrukt dargestellt wird. Sehen Sie diese Art des aktiven Verneins dieser Moralvorstellung als neue, ich sag mal, große Quelle des Bösen, wie sie in der Nachkriegszeit als strukturelle Gedankenlosigkeit identifiziert wurde? Ja. Also das ist ja auch die Frage, wenn man noch die Kategorie, sozusagen die Universalität von Menschenrechten reinnimmt, das ist ja auch die Bezweiflung, ob es universelle Menschenrechte gibt oder ob das irgendeine Kopfgeburt der westlichen Gesellschaft ist. Da ist ja auch, man kann ja sagen, da ist schon was Koloniales dabei, zu sagen, das gilt für alle, ohne dass die anderen daran beteiligt waren, mit darüber nachzudenken. Das ist so, da ist was dran. Und trotzdem, das ist nur meine Überzeugung, denke ich, das ist eine Universalität. Sozusagen sowas wie eine Gattungsnormalität zu unterstellen, die für alle gilt, erstmal unabhängig von historischen Varianten, die auch heißen können, dass sie sie in Frage stellen oder unterminieren. Dann wäre es jetzt in der Definition eigentlich böses Denken. Oder man kann es auch sagen, antiaufklärerisch. Zu jeder Aufklärung gab es immer die Antiaufklärung oder die Gegenaufklärung. Sozusagen das wieder in Frage zu stellen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage beantwortet habe. Sie wollten noch was zu Ihrer Freundin sagen. Ja, meine rein hypothetische Freundin. Wenn Sie dieses böses Denken anwendet und auch ihre Gefühle instrumentalisiert, um mich schachmatt zu setzen, bin ich dennoch nicht in der Lage, ihre Gefühlswelt, also niemand gibt mir das Recht zu sagen, hey, deine Gefühle sind falsch. Nein. Das ist vollkommen irrelevant. Und das ist, das Problem ist auch, dass viele nicht in der Lage sind, reflektiert darüber zu denken. Genau. Ist jetzt meine Meinung. Absolut. Also wenn ich jetzt mal so in die Rolle des Paartherapeuten ginge oder Beraters, würde ich dann auch sozusagen gucken im Sinne von, Gefühle sind im gewissen Sinne unhintergehbare Letztheiten. Ich fühle einfach so. Das Problem ist wirklich, ob sie manipulativ eingesetzt werden. Also wenn ich sozusagen mit meiner Gefühligkeit dich versuche zu manipulieren, so irgendwo hinzubewegen, dann ist das nicht mehr koscher. Das ist das dann Problem. Nicht, dass du das so empfindest und so das fühlst. Natürlich. Mit deinem Gefühl musst du auch sozusagen das andere Fühlen als gleichberechtigt entgegenstellen können. Und dann müsst ihr gucken, was macht er damit? Was macht er damit, dass der eine das so fühlt und der andere sich... Und er sagt, nee, du kränkst mich, nein, du kränkst mich. Also wer kränkt jetzt eigentlich wen? Das sind ja dann die Spiele, die man miteinander macht, die so ganz schwer auflösbar sind. Und das geht erst, wenn man irgendwie zusammen es schafft, in einen dritten reflexiven Modus miteinander zu kommen und anzuerkennen, dass dich das kränkt zum Beispiel, obwohl ich dich gar nicht kränken wollte. Aber ich muss es anerkennen, es ist einfach so. Ja. Auch wenn sie es unabsichtlich tut, kann ich ihr auch kein böses Denken unterstellen. Also da redet man sich gegen eine Wand, denke ich zumindest. Na, aber wenn ich zum Beispiel anerkenne, ja, du hast das gemacht, das war nicht deine Absicht, dann kann ich das anerkennen. Und wenn die Partnerin anerkennt, aber trotzdem hatte ich das gekränkt, das anzuerkennen, obwohl ich das nicht wollte, das ist eine Anerkennungsfigur. Und nur in dieser beiderseitigen Anerkennungsfigur ist die Lösung, sich sozusagen wie Münchhausen auszuziehen. Sonst geht's nicht. Bleibt mal in der Vorwurfs- und in der Zuschreibungsebene. Sorry. Das würde ja grundlegend bedeuten, dass Gefühle neutral zu behandeln wären in dem Kontext. Also allgemein. Was dann ja wieder. Neutral. Ich kann ja deine Wut anerkennen. Du darfst auch eine Wut sein. Ich meine jetzt neutral nicht im Sinne von nicht existent oder nichtig, sondern im Sinne von weder gut noch böse, sondern einfach als existent weder gut und böse. In dieser gut-böse-Diskussion als neutrales. Also aus dem Schema rauszukommen von gut und böse Zuschreibung, sondern einfach sagen, es ist, wie es ist. Du fühlst es so, ich fühle das so. Und keiner von uns beiden ist der Böse. Auch wenn du vielleicht unachtsam warst mit dieser Bemerkung, so etwas, muss ich nicht unterstellen, du hast das aus bösen Gründen gemacht.
Das aktiviert jetzt alle, alle haben jetzt sofort eine Idee, was so alles so abgeht zu Hause. Ja, ich verstehe das. Ich schöpfe ja da auch unendlich draus. Wir hatten noch eine Frage hier hinten. Die Liebe ist die Kraft gegen das Böse. Aber Liebe kann auch schrecklich sein. Und zwar hatten Sie ja vorhin Hass angesprochen als böses Gefühl. Ja. Und da wir ja Rilke, sage ich mal, vorhin grob gestriffen haben, als Sie sagten, dass selbst im Scheitern des Heldes etwas Großes liegt, komme ich jetzt zu dem Gedanken, dass die Lebenden zu sehr differenzieren. Und zwar folgendermaßen, wenn ich ein Gefühl habe, habe ich ja nur eine begrenzte Sprache, um diesem Ausdruck zu verleihen. Ja. Und gerade bezüglich Fremdenhass kann es ja sein, dass ich ein Gefühl in mir spüre, wo ich nur begrenzt fähig bin, dieses zu beschreiben und gerade durch dieses Wort unbewusst dazu instrumentalisiert werde, zu hassen, weil ich eben nur Hass kenne und das Gefühl an und für sich nicht anders für mich subjektiv beschreiben könnte. Wäre das dann immer noch böse? Ich glaube, also erstmal ist es so, dass Gefühle, das meinte ich ja vorhin, einfach schneller sind, einfach da sind und auch manchmal eine Unerbittlichkeit haben, wie sie sich im Subjekt ausbreiten. Die sind einfach da. Und ich merke einfach, ich kenne das ja auch, aber so, sage ich mal, starke negative Gefühle zu haben. Und da ist, sage ich mal, ein Gebot der Vernunft, zumindest das, die westliche Konstruktion eines Subjektes, irgendwie dem mit Reflexivität zu begegnen. Also das, wie die Psychoanalytiker sagen würden, den Affekt nicht einfach zu agieren, dem nicht einfach nachzugeben, sondern zu sagen, meine Fresse, was ist denn das jetzt? Warum habe ich diese unbändige Wut? Und ich muss natürlich mit der Wut was machen. Wer sie verleugnet, die Verleugnung ist nicht die Alternative. Der Wut in starke Affekte verleugnet, die melden sich dann schon. Auf andere Weise, sondern der adäquate Umgang damit. Und das heißt sozusagen das Stückchen Selbstverborgenheit. Warum habe ich diese Wut? Vielleicht auch diesen Hass. Damit sozusagen mit sich zu Rate zu gehen, das ist ein Gebot der Vernunft. Und ihn nicht einfach auszuagieren. Aber nicht, ich kann mir auch die Gefühle nicht ausreden, die sind ja erstmal da. Die haben eine Mächtigkeit, gerade die extremen Gefühle wie Liebe und Hass, ja, die haben ja eine Mächtigkeit, die ich auch erstmal anerkennen muss. Aber das ist ja sozusagen der Gefühlsterror, beginnt aber, wenn sozusagen einfach darauf insistiert wird, das Gefühl, die Letztheit sind, im Sinne von, ich fühle so und mach mal, was, das ist dann dein Problem, was du damit machst. Das ist sozusagen tendenziell unvernünftig im weitesten Sinne oder hat was Böses. Weil ich sozusagen, weil ich den anderen dann einfach mit meinem Gefühl sozusagen, in meinem Gefühl aussetze. Ja? Denken Sie an diese ganzen schrecklichen Mütter, ja? Da machst du die Mutti aber traurig. Überlegen Sie mal, so ein Scheiß. Das wird der Herr Marz nächste Woche nochmal erzählen. Ist sozusagen diese Art manipulativer Umgang, sozusagen Gefühlsterror zu machen. Auch in der Kinder sind ja da noch viel ausgelieferter, weil sie überhaupt nichts, dem gar nichts entgegensetzen können. Ja. Du bist immer artig. Das heißt, du darfst diesen Affekt gar nicht haben, statt zu fragen, was ist denn los mit dir? Ja? So, ganz einfach. Warum bist du jetzt so wütend auf mich? So, schlicht und einfach. Du bist artig, du hast das Gefühl nicht. Also die Leugnung sozusagen auch der schwierigen Affekte ist ein Problem. Okay. Gut, schön. Gibt es noch Wortmeldungen? Schön. Oder? Ja. Ja, wir schauen mal auf die Uhr. Es ist, glaube ich, langsam an der Zeit. Okay. Ja. Ich hätte eigentlich noch eine Frage zu Ihrer Katze gehabt, aber das können wir auch noch... Ja. Nicht Schrödingers Katze, meine Katze. Ah. Okay, ich bedanke mich, oder wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, für Ihre anregenden Fragen. Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder da sind. Ich kann Ihnen versprechen, dass Herr Marz gerade nochmal auch die Frage, wie werden wir böse, dem nochmal nachgehen wird. Und bis dahin. Guten Heimweg.